jetzt 30 Minuten. Guten Morgen Österreich, guten Morgen aus Wien. Wir sind nach wie vor im ORF-Zentrum. Schön, dass wir gemeinsam in die Woche starten, gemeinsam aufstehen. Heute am 27. April. Ja, und bald ist es soweit. Die Normalität soll langsam, aber sicher wieder zurückkommen. Apropos, ab heute werden die Kurzparkzonen wieder eingeführt. In Wien und in Salzburg bitte aufpassen. Sie müssen wieder einen Parkschein ausfüllen. Andernorts wird man noch sehen, wie lange es dauert, aber in Wien und in Salzburg ist es heute soweit. Was brauchen wir denn diese Woche? Ein Friseurtermin, gell? Ganz wichtig. Ab 2. Mai geht es wieder los. Die Friseure und auch andere Dienstleistungsbetriebe, die dürfen wieder aufsperren. Allerdings unter Sicherheitsvorkehrungen. Jetzt ist klar, welche Auflagen es da gibt. Und für Ihren Friseurtermin, da werden wir jetzt einmal schauen, was Sie da unbedingt beachten sollten. In diesem Klagenfurter Friseursalon steht schon alles für den 2. Mai bereit. Für die Kunden und Mitarbeiter wird sich einiges ändern. Der 15 Jahre alte Jonas, Sohn des Geschäftsführers, spielt heute Kundschaft. Bevor diese aber in den Salon darf, gibt es noch viel Arbeit. Für den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand von 1 Meter müssen noch einige Sessel verrückt oder entfernt werden. Aber das ist alles besser als ein geschlossener Salon. Grundsätzlich ist es so, wir wissen, was wir machen dürfen. Wir wissen aber, wie die Kunden sich verhalten müssen. Es ist zwar jetzt noch ein Gespräch im Gesundheitsministerium ausständig, aber da werden nur mal die Rahmenbedingungen besprochen. Das heißt, wir wissen, wie wir starten können. Und das war für die Branche natürlich sehr, sehr gut. Mäntel und Jacken müssen die Kunden selbst aufhängen. Neu sind neben Schutzmasken auch Einwegmäntel. Sie lösen die traditionellen Stoffmäntel ab. Haare schneiden, waschen, färben, da sind die Gummibänder hinter den Ohren allerdings störend. Wir haben natürlich eine Idee. Wir haben das hautverträgliche Hautkleber, also mit dem wir die Systeme, die Perücken und die Toupets verkleben. Die können wir auf der Maske anbringen und somit ist es frei, dass die Ohren auch frei sind und wir können die Maske dann freitragend am Kunden befestigen lassen. Beim Bartformen müssen die Masken allerdings weg. Natürlich beim Bartschneiden, Augenbrauen, Wimpernfärben, das sind alles die Dinge, die face-to-face passieren. Da ist es empfohlen oder da muss dann der Friseur so ein Plexiglasschild verwenden. Die Terminkalender sind bereits übervoll. In der friseurfreien Zeit wurden Videos mit einer Anleitung zum Selberfärben an Kundinnen gesendet. Besondere Hilfestellung benötigten 2 Haarträger. Das sind einmal die Chemopatienten, die eine Perücke brauchen, aber der Friseur eben zuhört und sie keine bekommen. Und das zweite eben die Kunden mit einer Vollperücke, die geklebt wird, wo zwischen 3 und 4 Wochen die Kopfhaut aber immer wieder gereinigt gehört. Und da haben wir jetzt eben das Problem gehabt. Ab 2. Mai gibt es dann wieder die perfekte Frisur. Mit oder ohne Perücke, da ist dann wieder alles möglich. Ja, ob Baden heuer möglich sein wird, das ist die große Frage. Werden unsere Freibäder aufsperren? Normalerweise ist ja mit 1. Mai immer der Saisonstart. Aber welche Auflagen wird es da möglicherweise geben und ist es überhaupt möglich? Das frage ich jetzt den Umweltmediziner, der heute Morgen schon bei uns ist. Das ist der liebe Hans-Peter Hutter. Einen wunderschönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Sie sind schon, wenn ich das so sagen darf, im Sommerlook. Ja, das ist korrekt, aber es geht ja auch um ein Thema, das uns hoffentlich allen Spaß macht. Also Ihre Kleidung stimmt mich zuversichtlich, Herr Doktor. Ja, mich auch. Und ich denke, wir haben allen Grund dafür. Ja, okay, das klingt einmal gut. Sie haben mir heute schon erzählt, Sie sind in den letzten Wochen schon ganz oft kontaktiert worden aus ganz Österreich, wollen natürlich auch Betreiber wissen, können wir aufsperren und wie ist das möglich, dass wir heuer trotz Corona baden? Wird das möglich sein? Also aus medizinischer Sicht sprechen viele Gründe dafür, dass wir das tatsächlich auch machen. Ich glaube, ich muss jetzt nicht hier erklären, dass Baden und Schwimmen sehr gesund sind, speziell was unsere Immunabwehr anlangt. Und wir brauchen eben auch ein Immunsystem, gerade in diesen Zeiten. Zweitens, wir werden natürlich auch Hitzewellen haben. Das ist leider Gottes sehr wahrscheinlich. Und letztendlich geht es auch darum, dass man hier, obwohl der Sommer ganz, ganz anders sein wird für uns, wir brauchen hier auch Möglichkeiten für die Bevölkerung, damit sie sich ein bisschen entspannt von dieser Belastung. Also es gibt sehr, sehr viele medizinische Gründe und es gibt auch viele medizinische Anknüpfungspunkte, wie wir uns vorstellen, dass ein Badebetrieb möglich ist. Okay. Herr Doktor, sagen Sie uns einmal vorab, viele fragen auch uns immer wieder, ist der Wasser ein Überträger des Coronavirus? Kann ich mich beim Schwimmen anstecken? Beim Schwimmen können Sie sich anstecken, wenn Sie zu nah an jemand heranschwimmen, sodass auch die übliche Abstandsregel nicht eingehalten wird. Das ist der übliche Übertragungsweg über Tröpfchen.
Aber das Wasser direkt als Überträger, das können Sie erst einmal alle vergessen. Sowohl was die natürlichen Gewässer anlangt, denken Sie an diese enorme Verdünnungsmenge. Und das Zweite ist auch das chlorierte Becken. Es ist desinfiziert und das war es auch schon bisher. Denn sonst gibt es ja auch andere Krankheitserreger, die wir über das Badewasser hätten aufnehmen können. Okay. Also diese Frage ist geklärt, da muss sich wirklich keiner Gedanken machen. Aber auch im Freibad oder am See geht es um die Abstandsregeln. Wie kann man das exekutieren? Wie kann man schauen, ja, dass trotzdem jeder ans Wasser kann, aber mit Abstand? Was würden Sie da empfehlen? Ja, ganz wichtig ist, es gibt einige Möglichkeiten, wie wir es reduzieren. Und die erste Möglichkeit, die wichtigste Möglichkeit für die Bäderbetreiber ist, die Besucheranzahl zu limitieren. Das wird über einen gewissen Schlüssel gemacht, sodass jeder, jede hier einen bestimmten Raum auch auf der Liegewiese hat, sodass es gewährleistet ist, dass diese 1,5 Meter, 1 bis 2 Meter auch tatsächlich eingehalten werden. Aber Herr Doktor, wie geht das? First come, first serve? Muss ich mich da um 8 oder um 6 vielleicht schon beim Bad anstellen, damit ich bei denen dabei bin, die rein dürfen? Da werden sich die Bäderbetreiber etwas einfallen lassen. Ich weiß es. Signale gibt es ja bereits, dass man dieses und jedes Konzept hat, dass man mit Voranmeldungen arbeitet, dass man vielleicht mit Halb- und Tageskarten arbeitet, mit Stundenkarten, das weiß ich nicht. Wichtig ist aus medizinischer Sicht, dass man eine Vorgabe macht, sodass es einen Schlüssel gibt und sich die Betreiber daran richten können, wie viel ich reinlassen kann, bezogen auf meine Freifläche, die ich tatsächlich zur Verfügung habe. Also wir geben jetzt den Betreibern nicht vor, wie sie es zu tun haben, weil das sind Profis, die kennen sich aus und die kennen ihre BDR viel besser als wir. Wichtig ist eher dieser Schlüssel, sodass man weiß, okay, wenn ich da diese Anzahl reinlasse, so kann ich davon ausgehen, dass die Abstandsregel plus minus gewährleistet ist. Herr Hutter, wie ist es denn mit Stammgästen in Bädern? Da gibt es ja Kabinen, das wissen wir auch, die sind alle sehr eng nebeneinander. Die kann man ja nicht dann sozusagen so belegen, dass nur jede zweite oder jede dritte belegt ist. Die sind ja schon vergeben. Na, da wird man sich auch möglicherweise, weil es ja Stammgäste sind, die haben eine Saisonkarte, auch mit deren wird man sich auseinandersetzen und klarerweise informieren, wie man hier eine Regelung findet. Ich denke, es ist ganz wichtig zu wissen, wir haben ja auch eine Eigenverantwortung, wir müssen auch etwas dazu beitragen. Es sind nicht nur die Betreiber, die jetzt irgendwas machen und wir setzen uns hin und sind bequem. Ich weiß, es wird für uns sehr, sehr anders werden als bisher, aber es gibt nur eine Alternative. Entweder wir tragen auch dazu bei, oder die Bäder bleiben geschlossen. Also die Alternative ist nicht jetzt, ob wir uns das gefallen lassen müssen oder nicht, sondern ja oder nein. Und ich denke, wir wollen ja ins Bad. Könnte es sein, wie man auch in Wien schon diskutiert, baden ja, aber nicht verweilen im Bad? Also keine Sonnenliege, kein in der Wiese liegen? Ich denke, wir haben etliche Eckpunkte definiert, sodass auch das Liegen und das Schwimmen, das Baden, das Planschen möglich ist. Okay. Ja. Frage beantwortet. Ich danke Ihnen. Ja, kurz und bündig. Bitte gerne. Kurz und bündig. Also wenn ich Sie anschaue, habe ich auf alle Fälle Lust aufs Bad. Hoffentlich wird das möglich sein. Danke für Ihre Expertise. Sie sind auch heute Morgen noch bei uns. Wenn Sie Fragen haben, können wir das auf alle Fälle beantworten. Danke, Herr Hutter. Bis später. Vielen sehr lieben gerne. Dank. Dankeschön. Bitte. Ja, wenn wir jetzt an die Zeit zu Hause denken und nicht an die Zeit im Bad, dann wird vielen Eltern sofort die Schule in den Sinn kommen. Am 18. Mai ist es ja wieder soweit. Da sollen dann auch die Unterstufen, die Volksschulen und die Kindergärten wieder geöffnet werden. Bis dahin heißt es E-Learning. Und was machen wir jetzt aus Education und YouTube? Wir machen EduTube. Das ist eine neue Plattform vom Bildungsministerium in Kooperation mit dem ORF. Die ist jetzt online und die schauen wir uns jetzt genau an. Der Turnunterricht scheint zu Hause ganz gut zu gelingen, zumindest bei Gabriel und Valentin, die sich im Garten austoben können. Doch in anderen Fächern ist das Homelearning, also das Lernen zu Hause, eine ganz schöne Herausforderung. Manchmal ist es halt sehr schwer, weil du niemanden zum Fragen hast und kannst nur deine Freunde anrufen oder deine Eltern fragen, aber die haben vielleicht auch nicht immer Zeit und so. Man ist halt mehr auf sich alleine gestellt, weil man niemanden hat, keinen Lehrer, der gleich zu einem herkommt. Und hier kommt EduTube zum Einsatz. Die neue digitale Videoplattform soll mit Erklärvideos, kurzen Beiträgen und Dokumentationen beim digitalen Unterricht unterstützen, so ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz. Ich glaube, Österreich ist in den letzten Wochen in ein neues Zeitalter des elektronischen Lernens eingetreten. Und daher ist es natürlich etwas, was vor allem für die Schüler, für die Jugendlichen wichtig ist, in attraktiver, moderner Form Bildungsinhalte vermittelt zu bekommen. Gabriel und Valentin haben EduTube schon unter die Lupe genommen.
Also es gibt verschiedene Kategorien und man kann in einer Kategorie suchen. Man kann aber auch, wenn man jetzt genau ein bestimmtes Video finden will, in einer Suchleiste eingeben, genau das, was man halt will. Diese Videos kann man dann auch teilen mit Freunden. Den Einsatz von Videos für den digitalen Unterricht findet auch Gabriel gut. Also ich schaue sie mir an, aber ich schaue mir nicht immer alles an, sondern nur das, was ich brauche. Und das kann ich dann benutzen, halt, um irgendwelche Aufträge von der Schule zu machen. Und auch bei schrittweiser Öffnung der Schulen wird digitales Lernen wohl auch in Zukunft eine Rolle spielen. Ja. Möchten wir gleich nochmal in die Schule gehen, oder? Ich gebe die Frage gleich weiter an den Chef der ORF-Wissenschaft, Tom Matzek. Einen wunderschönen guten Morgen. Schönen guten Morgen auch. Hallo. Da macht es schon wieder Spaß, oder? Wenn man so einen Content hat über Computer, glaube ich, das macht den Kindern, also gibt es sicher Anreize, oder? Das ist ja auch der Sinn der Sache, dass wir ein Angebot machen, das der Generation der Schülerinnen und Schüler entspricht. Das ist gerade jetzt besonders wichtig in der Corona-Krise, wo Homeschooling angesagt ist, seit Wochen. Das stellt natürlich auch die Eltern, die Schülerinnen und Schüler, aber auch das Lehrpersonal für eine ganz große Anforderung. Und hier haben wir versucht, im Auftrag des Bildungsministeriums ein einzigartiges Angebot zu machen, nämlich ein niederschwelliges Bildungsangebot über Videos. Das sind nicht einfach ganz normale Videos, sondern die sind aus den verlässlichen, bewährten ORF-Redaktionen wie der Zeit im Bild, dem Report, Universum, Kreuz und Quer oder Kulturmontag. Das heißt, das ist in Kategorien eingeteilt, auch inhaltlich. Nicht nach Sendungen natürlich, so wie wir das tun, sondern da gibt es die Kultur und da gibt es sozusagen die Wissenschaft. Oder wie kann man sich das vorstellen? Genau. Die Kategorien wurden gemeinsam mit Pädagogen des Bildungsministeriums entwickelt. Mhm. Sie entsprechen nicht eins zu eins dem Lehrplan, sind aber so angelegt, dass sie assoziativ in verschiedenen Lehrfächern eingesetzt werden können. Also wie Sie erwähnt haben, es gibt Kultur und Wissenschaft, es gibt aber auch, was sehr wichtig ist heutzutage, Medien und Digitales, wo Schülerinnen und Schüler auch anhand von Videos lernen, wie funktionieren Fake News, wie funktionieren Wahlkämpfe im Zeitalter von Social Media. Super. Also das ist einfach ein vertiefendes Bildungsangebot über gesichert, journalistisch gesicherte Videos. Sehr toll. Welche Altersgruppen erreicht man eigentlich mit dieser neuen Plattform? Oder was ist da angedacht? Also diese Plattform ist ja jetzt sehr, sehr schnell entstanden, in wenigen Wochen, eben aus Anlass der Corona-Krise und weil eben man gesehen hat, dass wir dieses sogenannte Homeschooling, also Lernen daheim, das wirklich sehr, sehr schwer und eine große Herausforderung für viele Familien darstellt, dass wir dieses Angebot machen können. Welche Altersgruppe? Ja, derzeit, und das heißt in dieser ersten Stufe, schaffen wir es einfach für die 10- bis 18-Jährigen, also für die Unterstufe, Mittelschule, okay. Gymnasium, okay. Aber auch alle anderen, zum Beispiel auch berufsbildenden Schulen. Also es richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler in diesem Alter. Mhm. Soll selbstverständlich auch für die Lehrerinnen und Lehrer eine Hilfe sein im Unterricht. Okay. Wie läuft das denn ab? Ja, wir mussten, egal ob Eltern oder Schüler, jetzt wirklich in diesen letzten 4 bis 6 Wochen mit sozusagen digitalem Learning umgehen lernen. Ja, mussten uns damit zurechtfinden. Ist es dann auch so wie bei Plattformen, die wir jetzt alle kennengelernt haben, dass es da ein Passwort gibt? Muss ich mich da einloggen? Ist es für jedermann zugänglich? Wie funktioniert das technisch? Ja, es ist ganz, ganz speziell für die Schulsituation. Das heißt, es gibt für Schülerinnen und Schüler über ihre Schule einen E-Mail-Account, wo man einsteigen kann. Genauso das gilt auch fürs Lehrpersonal. Natürlich können die Eltern auch mitschauen mit dem Account der Schülerinnen und Schüler. Also insofern, wenn man weiß, dass ja rund 800.000 Schülerinnen und Schüler in dieser Alterskategorie da sind. Also es haben schon über 1 Million Menschen einfach Zugriff auf diese Seite. Okay. Und wie man damit umgehen kann oder lernen kann, es können die Schule kann natürlich Aufgaben stellen mit Links zu bestimmten Videos, aber man kann ganz genauso auch wie bei den Plattformen, die wir kennen, einfach durchscrollen und in dem Moment, wo ich jetzt ein Video ausgesucht habe, dann bietet es mir
alle verwandten Themen auch gleich an. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Video ausgesucht habe, wie gefährlich ist das Coronavirus, dann gibt es alles Mögliche, dass man zu Gesundheit, Forschung, Viren, Medikamenten und so weiter dazu auch im Angebot findet. Toll. Hochinteressant, vor allem Gratulation, das ist wirklich in den letzten 4 bis 5 Wochen, wie Sie mir gesagt haben, schon vorher entstanden und mit Hilfe des ORF sozusagen diese Initiative des Bildungsministeriums umgesetzt. Dankeschön. Wir sprechen uns später noch einmal und in der Zwischenzeit schauen wir natürlich ein bisschen dann auf EdYouTube rein. Also holen Sie sich bitte Ihre Zugangsdaten oder über die Schule, da erfahren Sie dann alles. Was haben wir jetzt? Ich schaue gleich rein. Ja, es konnte nicht anders sein. Karl Bloberger, unser Biogärtner, ist jetzt an der Reihe, weil wöchentlich mit guten Tipps und was er heute für uns parat hat, das schauen wir jetzt. Rhododendren und Azaleen, das sind die Traumblütenpflanzen für alle Hobbygärtner. Wie man sie pflegt, darum geht's heute. Einen schönen guten Morgen. Da ist schon eine ganz, ganz früh blühende Pflanze. Hat der letzte Frost sogar ein bisschen erwischt. Was brauchen die Rhododendren? Das wissen wir alle. Nämlich einen sauren Boden. Und wir Naturgärtner nehmen da keinen Torf, sondern Lauberdekompost. Also kompostiertes Laub ist ideal für diese Pflanzen. Und wenn man sie ausreichend düngt, dann werden sie so schön. Was heißt ausreichend düngen? Etwa 6 Wochen vor der Blüte wird das erste Mal gedüngt mit einem organischen Rhododendron-Dünger, der enthält Schwefel und neutralisiert den Kalk. Und gleich nach der Blüte wird noch einmal gedüngt. Und eine wichtige Pflegemaßnahme ist nach der Blüte das Ausbrechen von Blütenknospen. Und das funktioniert ganz einfach zwischen Daumen und Zeigefinger. Die Blütenknospe ausbrechen. Jetzt werden manche sagen, muss man diese Blüten auch bei den Großen abbrechen? Nein, natürlich nicht. Die haben genug Kraft, um Blüten fürs kommende Jahr zu entwickeln und die Samenbildung ist vernachlässigbar. Bei den Sorten hat sich viel getan. Hier zum Beispiel eine interessante Sorte, nennt sich Three Sisters. Das sind 3 verschiedene Rhododendren, die über viele Wochen eine Blüte garantieren. Und ein besonderes Juwel ist diese Pflanze hier. Wenn man genau schaut, sieht man es noch, dieser graue Belag ist keine Krankheit, sondern er sieht bei den neuen Blättern, die sich bilden, wie Puderzucker aus. In wenigen Wochen ist übrigens daraus eine rosarote Wolke geworden und man hat viel Spaß mit Rhododendren beim Garteln. Kriegt man fast ein schlechtes Gewissen, gell? Wenn man dem Karl Bloberger so zuhört, dann hat man das Gefühl, man müsste viel mehr auch tun im Garten. Wenn Sie das tun wollen, alle Tipps von ihm gibt es regelmäßig in der ORF-Nachlese. Und morgen am Dienstag gibt es eine schöne Sendung, ORF 2, um 20.15 Uhr, nämlich das Paradies daheim. Da kann man dann unterschiedlichste Gärten kennenlernen. Die stellt uns der Karl Bloberger vor. Ich sage Ihnen jetzt, was in der Geschichte los war an einem 27. April. Das ist ganz lustig. Am 27. April wurde das, mit diesem Datum wurde das Notenblatt von Beethovens für Elise sozusagen verzeichnet. Das Datum wurde da verzeichnet. Und die Wissenschaftler sind sich eigentlich bis heute nicht klar, wer diese Elise eigentlich ist. Also der war ja Junggeselle, der Beethoven, hat nie wirklich geheiratet, war oft unglücklich verliebt. Aber eine Elise gab es sozusagen nicht in seinem Leben. Zumindest wurde keine überliefert. Es gab 2 Elisabeths. Jetzt könnte es sein, dass das vielleicht für die eine oder für die andere ist. Also Sie sehen, es ist relativ unromantisch eigentlich für dieses schöne Lied. Was sonst noch los war, schauen wir uns jetzt an. Wir schreiben den 27. April. Österreich feiert heute ein besonderes Jubiläum. Der 27. April 1945 gilt als der Gründungstag der Zweiten Republik. Im Wiener Rathaus proklamiert die provisorische Staatsregierung unter Karl Renner die Unabhängigkeit Österreichs. Im bereits befreiten Wien jubelt die Bevölkerung der neuen politischen Führung und den russischen Befreiern zu. 1987 wird Bundespräsident Kurt Waldheim wegen seiner ungeklärten NS-Vergangenheit in den USA auf die Watchlist gesetzt und bekommt Einreiseverbot. Dazu Bundeskanzler Franitzky. Für ganz Österreich ist das eine sehr, sehr ernste und bestürzende Angelegenheit, die da auf uns zugekommen ist. Lassen Sie mich dazu in aller Einfachheit, aber dafür auch mit unmissverständlicher Klarheit sagen, ich habe ein reines Gewissen.
1956. Einer der größten Stars des Boxsports tritt zurück. Rocky Marciano, im Begriff des amerikanischen Traums, gilt als der herausragende Schwergewichtsweltmeister der 50er Jahre. Als Kind armer italienischer Einwanderer boxt er sich in die gesellschaftliche Oberliga. Seine 49 Kämpfe beendet er ungeschlagen. Fast jeden Gegner besiegt er vorzeitig durch K.O. Und er hat Filmemacher inspiriert. So war er Vorbild für Sylvester Stallones Rocky. Der legendäre deutsche Quizmaster Hans-Joachim Kulenkampff hätte heute Geburtstag. Er wurde 1921 in Bremen geboren. Wir gratulieren Josef Beppi Hickersberger zu seinem Geburtstag und zu seinem legendären Saga. Zunächst möchte ich einmal feststellen, dass es nicht die besten Spieler Österreichs sind, sondern dass ich zusammen mit meinen Mitarbeitern mich bemüht habe, die richtigen Spieler für die Europameisterschaft zu nominieren. Naja, nicht schlecht. Beppi Hickersberger heute Geburtstag, Happy Birthday. Das ist natürlich ein legendärer Saga. Nicht die Besten, sondern die Richtigen. Wir haben jetzt beides in Personalunion, so darf ich das sagen, über meinen Kollegen Martin Ganster. Der ist nämlich heute für uns im Burgenland, der ist in Eisenstadt. Und ich sage Ihnen, der ist an einem Ort, wo er überhaupt am allerliebsten ist, nämlich am Tennisplatz. 170.000 Vereinsmitglieder gibt es in Österreich und die können es alle nicht mehr erwarten, dass die Tennisplätze aufsperren. Und ich glaube, der Martin, der konnte es auch nicht mehr erwarten. Oh, er strahlt in der Morgensonne in Eisenstadt. Guten Morgen, Martin. Ja. Guten Morgen, Eva. Schön, dich zu hören. Du, wie schaut's aus? Du kannst das auch nicht mehr erwarten. Die Vorfreude. Ah, ja. Danke sehr. So ist es. Die Vorfreude, die ist sehr groß, wobei ich bin ja einer der Passivsportler, das heißt, ich schaue am liebsten zu. Wobei das Profi-Tennis, das geht erst im Juli wieder los, Mitte Juli voraussichtlich. Nur die Amateure, die Hobbyspieler, die dürfen jetzt am Wochenende schon. Unter anderem, darauf freut sich auch der Vizepräsident des Burgenländischen Tennisverbandes, Heinz Mock, Obmann auch hier, eines von 6 Tennisvereinen hier im Burgenland in Eisenstadt. Herr Mock, wie groß ist die Vorfreude und wie geht's mit den Vorbereitungen? Na, die Vorfreude ist natürlich riesig. Die Vorbereitungen sind soweit fertig. Das heißt, wir können am 1. Mai voll loslegen und starten. Was haben Sie denn alles tun müssen? Ja, man muss wie jedes Jahr natürlich die Sandplätze herrichten. Dementsprechend, damit dann, es ist über den Winter, die Wetter natürlich ab und müssen im Frühjahr erneuert werden. Ja. Hier war ein bisschen ein Problem, weil wir nicht wussten, ob auch jetzt die Funktionäre und Mitglieder diese Plätze herrichten dürfen. Das wurde dann aber Gott sei Dank früh genug geklärt, weil man muss 14 Tage ungefähr rechnen für die Vorbereitungszeit. Okay. Wie wird denn jetzt der Tennisalltag ab dem Wochenende ausschauen? Viele interessiert es selbstverständlich. Wie schaut das aus, wenn ich am Tennisplatz komme? Muss ich mir die Hände desinfizieren? Muss ich Mundschutz tragen, bis ich am Tennisplatz gehe? Was haben Sie da für Vorgaben? Also die Vorgaben sind eindeutig über den ÖTV und auch den Burgenländischen Tennisverband gekommen. Man muss natürlich alle Richtlinien einhalten, wie auch im öffentlichen Leben. Das heißt, wenn also keine Ansammlungen, dementsprechenden Sicherheitsabstand, im Fall des Falles auch Mundschutz tragen. Ja. Natürlich am Platz dürfen zurzeit nur einzeln gespielt werden, also nur 2 Personen pro Platz. Ja. Man soll sich auch nicht extra nachher oder vorher aufhalten. Die Duschen wie auch Umkleidekabinen sind nicht zur Verfügung. Die werden geschlossen, nur das WC kann benutzt werden. Mhm. Und natürlich auch die Kantine. Die darf nicht geöffnet werden. Und das sind einmal die wichtigsten Dinge, die wir einhalten müssen. Und natürlich wird Desinfektionsmittel aufgestellt bei den Ein- und Ausgängen. Okay, also das ist das typische Vereinsleben, dass man vielleicht nach einem Match noch zusammensitzt. Dieses Alltagsleben am Tennisplatz, das wird es so nicht spielen jetzt in den nächsten Wochen und Monaten. Ja, also wir hoffen, dass es nur die nächsten Tage und Wochen sind. Okay. Wir warten auf die neuen Regelungen natürlich brennend, weil natürlich gehört zum Tennisspielen auch das Gesellschaftliche. So ist es. Und die Geselligkeit. Sie selbst haben hier eine Halle stehen, die 3 Jahre alt ist. Die hat viel Geld gekostet. Wie geht es Ihnen da finanziell? Welche Einbußen haben Tennisvereine derzeit? Ja, also ich würde sagen, beim Tennisverein selbst, der Außenbetrieb, ist natürlich sind die Einbußen nicht so hoch. Hier kann man den vollen Mitgliedsbeitrag verlangen, aufgrund dessen, dass wir mit 1. Mai öffnen dürfen. Ja. In der Halle ist es natürlich problematisch. Hier haben wir rund 5 Wochen verloren. Das ist schon eine Menge Geld. Wir schaffen das natürlich hier mit der Bank in Abkommen einer Stundung, dass wir hier 3 Monate aussetzen dürfen. Das hilft uns sehr.
Okay, trotzdem natürlich angespannte finanzielle Situation. Ich möchte Ihnen zu Hause nur ganz kurz auch noch eine junge Dame vorstellen, die sich ebenfalls schon sehr auf den Start der Tennissaison freut, die Lea Heider-Maurer. Heider-Maurer ist natürlich ein bekannter Name in der Tennisszene und auch du, Lea, bist eine der besten Tennisspielerinnen in deinem Alter in Österreich. Hast du dir schon was ausgemacht fürs Wochenende, mit wem du spielen wirst? Ja, ich spiele mit meinen Eltern am Wochenende. Die auch sehr gut spielen können. Wie hast du dich fit gehalten? Wie hast du getrainiert während dieser Zeit? Wir waren sehr oft laufen und wir haben ein altes Trampolin und das haben wir nicht weggeschmissen, sondern so hingestellt, dass wir dort auch Tennis spielen können. Okay. Ich wünsche dir viel Spaß am Wochenende. Bin mir sicher, du wirst den einen oder anderen Ball schon schlagen mit deinen Eltern. Ja, und auch allen anderen Tennisspielern und Hobbyspielern zu Hause kann ich jetzt schon viel Spaß wünschen. Ich werde mich an den Tennisplatz setzen, sobald es geht und werde den Leuten zuschauen. Auch dir, Eva, wenn du spielst. Ja, Martin, du sollst spielen. Ja? Der ist ein super Tennisexperte, versäumt kein Spiel im Fernsehen, aber spielt selber nicht. Das ist ein Wahnsinn. Danke, Martin. Wir hören uns später noch einmal. Und jetzt übergeben wir zu Peter Teubenbacher ins Zeit im Bildstudio. Und wir sprechen dann mit Bogdan Rostschitsch, Staatsoperndirektor, ist auch schon aufgestanden für uns in der Früh. Und ich freue mich auf Sie. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Danke, Peter Teubenbacher. Um 7:08 erinnern wir uns jetzt gemeinsam an die Atomkatastrophe vom 26. April 1986. Gestern, vor genau 34 Jahren, ist im Block 4 oder explodierte der ganze Block 4 des Atomkraftwerks in Tschernobyl. Ich glaube, wir alle haben Erinnerungen an diese Zeit, wie gefährlich das auch war, als dann die Wolke nach Österreich gekommen ist. Vor allem, wie sehr und wie gefährlich die Waldbrände, die es derzeit rund um das AKW dort gibt, sind. Das bespreche ich jetzt gleich mit der Strahlenbeauftragten des Umweltministeriums, Beauftragte für Strahlenschutz, nämlich die Leiterin Verena Ehold. Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Ehold. Schön, dass Sie da sind. Schönen guten Morgen. Ja. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Das ist ein wichtiges Thema. Wir wollen uns natürlich heute auch noch einmal daran erinnern. Und vor allem, ich glaube, jeder in Österreich kann sich an diese Zeit erinnern, 1986. Sie haben das auch in guter Erinnerung als Kind, haben Sie mir gesagt, das war ziemlich bedrohlich, oder? Ja, also ich kann mich sehr, sehr gut erinnern an diese Tage. Ich war damals 10 Jahre alt und wir Kinder wussten natürlich überhaupt nicht, was jetzt los ist. Es hat geheißen plötzlich, wir können nicht mehr in den Garten spielen gehen, wir dürfen nicht in die Sandkiste und ich musste damals auf meinen 5-jährigen Bruder aufpassen. Und fand das alles sehr, sehr beängstigend. Vor allem, weil ja niemand wusste, was eigentlich los ist. Ja, das erinnert uns ein bisschen auch an das, was wir hier mit Corona gerade erleben. Bis zu dem Zeitpunkt galt Atomkraft als sicher, als sauber. Und immer mehr ist dann letztendlich an Informationen auch vorgedrungen. Wie gefährlich war denn das, was wir 86 erlebt haben? Also 1986 kam es zu dem schwersten Unfall der zivilen Kernenergienutzung. Das war damals eine Explosion, die unheimlich große Mengen von Radioaktivität bis in große Höhen, bis in 10.000 Meter hinaufgeschleudert hat. Und aufgrund des sehr, sehr schwer löschbaren Graphitbrandes konnte das ganz lange Zeit überhaupt nicht beherrscht werden. Und natürlich hat sich dann aufgrund der Wetterlage eine Wolke nach Europa bewegt, von der aber damals noch niemand wusste. In Schweden wurden dann erstmalig erhöhte Messwerte gemessen. Und dann später auch bei uns im österreichischen Strahlenfrühwarnsystem, das damals schon das erste vollautomatische Messnetz in Europa darstellte. Nur als dann die Messwerte in die Höhe schnellten, war es natürlich schon zu spät. Ja, unglaublich. Auch wenn wir uns die Bilder von heute anschauen, das Ganze wurde sozusagen in einen Sarkophag eingehüllt. Ja. Ist das sicher? Ich meine, kann man davon ausgehen, dass da heute nichts mehr austritt eigentlich an Radioaktivität? Also dieser damalige Betonsarkophag, der wurde ja unter unglaublich schwierigen Bedingungen errichtet und der besteht aus Betonplatten und Stahlplatten. Das hat damals in großer Eile errichtet werden müssen. Letztes Jahr wurde ein zusätzlicher Sicherheitseinschluss aus rostfreiem Edelstahl eröffnet und errichtet und
dieser Edelstahleinschluss soll jetzt die nächsten 100 Jahre absichern, damit man innerhalb des Einschlusses diesen alten Sarkophag und das Kraftwerk sicher abbauen kann. Okay. Sicher ist die große Frage. Ich meine, Sie sagen das auch schon ein bisschen, glaube ich, mit einem Bauchweh, muss man ganz ehrlich sagen. Ich meine, ganz sicher kann man sich bei Atomkraft doch wohl nie sein, oder? Ja, Österreich hat sich natürlich ganz klar gegen die Atomkraft entschieden. Es gab ja schon vor Tschernobyl Unfälle wie 1979 im Three Mile Island. Wir haben uns aber schon 1978 dafür entschieden, das Kernkraftwerk in Zwentendorf nicht in Betrieb zu nehmen. Mhm. Im Gegensatz zur damaligen Situation sind die heutigen Waldbrände natürlich etwas ganz anderes. Sie sprechen es an, es lodern seit Wochen Waldbrände im Sperrgebiet, rund um das Sperrgebiet von Tschernobyl. Warum kriegt man das nicht in den Griff und wie weit kann das auch wirklich wieder zu einer Bedrohung werden? Also ich darf gleich einmal die Zuseherinnen und Zuseher beruhigen. Die Brände, die dort vor Ort sind, hauptsächlich Schwelbrände, die sich da und dort entzünden, die stellen für Österreich überhaupt keine Bedrohung dar. Es wurden zwar in der Ukraine leicht erhöhte Messwerte gemessen, allerdings mit sehr, sehr empfindlichen Geräten im Labor. Und durch diese Brände kann es dort regional schon zu einem Risiko für die Gesundheit kommen, vor allem für die Feuerwehrleute. Okay. Aber mit zunehmender Entfernung verringert sich die Radioaktivität. Mhm. Das ist ja auch schon in den letzten 34 Jahren hat sich das sehr, sehr reduziert. Okay. Und sollte von dort Luftströme nach Österreich kommen, dann wird das natürlich von uns sofort gemessen, dann wird dort gemessen, wir können Prognosen erstellen und es gibt überhaupt keine Gefährdung für Österreich. Ich habe dazu auch sehr viele Telefonate geführt letzte Woche. Okay, also das heißt, ein bisschen sind wir jetzt eh schon gewöhnt, auch mit neuen Maßnahmen umzugehen. Aber Dr. Ehol, danke, dass Sie uns da beruhigen können fürs Erste und dass wir uns da halbwegs sicher fühlen können, vor allem in Österreich. Auf jeden Fall. Danke für Ihre Expertise, schön, dass Sie heute bei uns sind. Sehr gerne. Bis später, wir hören uns dann später noch einmal. Stündlich machen wir das mit unseren Experten. Und jetzt gehen wir ja zu den Experten in Sachen Krankheiten. Es gibt ja in dieser Corona-Zeit ja oft das Gefühl, dass viele wichtige Themen liegen bleiben oder vergessen werden. Bei uns aber nicht so. Vor allem möchten wir jetzt dem Welt-MS-Tag gedenken. Der ist zwar erst Ende Mai, aber schon jetzt gibt es viele Promis, die sich da in den Dienst der guten Sache stellen und vor allem für Forschungszwecke sammeln. Und mit dabei ist die Starfotografin Inge Brader und das haben wir uns jetzt genau angesehen. Ich hatte ein Konzept unter dem Arbeitstitel Das weiße Hemd. Weil erstens bin ich ein großer Fan von weißen Hemden, wie man sieht, aber es ist mir so passend vorgekommen, weil auch ich wollte symbolisieren, dass ein weißes Hemd sowohl geschlechterneutral, einsetzbar und alle unter Anführungszeichen gleich macht. Die Fotografin Inge Prader bei der Auswahl von Bildern für eine Aktion zum Welt-MS-Tag, die ungewöhnlich zustande gekommen sind. Die Darsteller hatten für die MS-Kampagne in Zeiten des Social Distancing keinen direkten Kontakt zu ihr. Na, sie haben sehr wenig Auflagen bekommen, also und auch sehr wenig Tipps, ehrlich gesagt, sondern es war nur, fotografieren Sie sich bitte selbst vor einem möglichst neutralen Hintergrund, so wie Sie sich sehen. Diese Aufnahmen sind Teil der Kampagne Gib dein Gesicht. Es gilt, Fotos in den sozialen Medien hochzuladen, wofür die Firma Biogen 5 Euro pro Foto für die österreichische Multiple Sklerose-Gesellschaft spendet. Da wurde auch der Vorstand der Universitätsklinik für Neurologie zum Fotomodel. Auch zu einem Zeitpunkt wie jetzt, wo diese Covid-Pandemie ist, die uns alle irgendwie erheblichst einschränkt, ist dann natürlich auch so eine Kampagne wie diese, ist eine Aufmerksamkeitskampagne, glaube ich, gerade das Richtige auch. Für eine MS-Patientin und einen MS-Patienten, die jetzt eine Therapie oder Beschwerden haben, ist alles rundherum vielleicht nur sekundär, weil das im Vordergrund steht, was man selber an Beschwerden hat. Es ist interessant, wie immer beim Porträtieren, egal ob ich hinter der Kamera stehe oder nicht, was von den Leuten kommt und auch ohne mein Zutun und wie sie sich selber sehen. Und das finde ich einfach einen wahnsinnig interessanten Aspekt der Porträtfotografie. Die Aktion läuft bis zum Welt-MS-Tag am 30. Mai.
Genau, jetzt haben wir gerade gescherzt, ich brauche auch eine weiße Bluse. Aber das hat andere Gründe, die verrate ich Ihnen jetzt nicht. Bitte, es gibt gute Nachrichten im Hause Schwarzenegger. Ja, da gibt es Nachwuchs. Nein, es wird nicht Arnold Schwarzenegger, der Vater wird, sondern er wird Opa. Seine Tochter Catherine hat bekannt gegeben, dass sie, da ist sie, schauen Sie, diese schöne junge Frau mit ihrem erst letztes Jahr verheirateten, wie heißt er noch einmal, Chris Pratt, sie werden Eltern. Das hat sie bekannt gegeben. Ja, da wünschen wir alles Gute, herzlichen Glückwunsch. Und jetzt würde ich sagen, wenn man schwanger ist, darf man eh immer fleißig essen. Kochen wir was Ordentliches. Vielleicht mag das auch die liebe Catherine. Es gibt nämlich Frühlingsrollen. Aber Frühlingsrollen, wie man sie in Oberösterreich macht. Also nicht die chinesischen Frühlingsrollen, sondern oberösterreichische Frühlingsrollen. Jetzt muss ich mal nachschauen, was da so los ist. In Steinbach an der Steier in Oberösterreich wird das sozusagen serviert. Und wie könnte es anders sein? Da ist, na, Speck ist keiner drin. Egal, ich rede jetzt nicht mehr. Ich lasse kochen, wünsche guten Appetit und wünsche gutes Gelingen. Oberösterreichische Frühlingsrollen oder viel Schmackhaftes, was der Frühling hergibt, in zwei Teigrollen verpackt. Die Entstehung war dahingehend, weil wir Palatschinkenrezepte braucht haben für ein Kochbuch und somit haben wir 20 Palatschinken suchen müssen und das ist halt auch schwierig und da sucht man sich halt einen lustigen Namen aus, dass man auffällt. Christian Finner schneidet sowohl für die fleischige, aber natürlich vor allem für die vegetarische Frühlingsrolle Gemüse erst einmal julienne, also in feine Streifen. Man versucht jetzt Spargel reinzugeben, Kraut, Wurzelgemüse, Lauch, Zwiebel. Man kann da kreativ sein, wie man will. Und dann wird das alles angeschwenkt und verfeinert. Mit Apfelessig und Salz und Pfeffer, ganz klassisch, ein bisschen Knoblauch kommt rein. Und dann wird es gestaubt, damit die Fülle ein bisschen besser hält. Für die herzhafte Fleischrolle herrscht bei den Lämmern erst einmal Schweigen. Das Biolamm ist aus Aschach und wir kriegen es im Ganzen und legen uns das Ganze selber. Und aus der Keule wird dann das rausgeschnitten, damit keine Sehne und nichts dabei ist. Dann wird das ganz klar hergehäckselt und dann scharf angebraten, mit Salz, Pfeffer verfeinert und ein bisschen Kräuter rein. Übrigens gehören Frühlingsrollen traditionell zum chinesischen Neujahrsfest, dem wichtigsten Festtag des Jahres, an dem der Beginn des Frühlings gefeiert wird. Dabei symbolisieren sie Seidenraupen, die zu dieser Zeit schlüpfen. Wir entscheiden uns heute außerdem für eine grüne Variante. Wir machen da selber so ein Kräuter-Bärlauchöl, wo wir das pürieren und mit dem wird es dann eingefärbt und in der Pfanne halt nur ganz leicht gebraten, damit es keine Röstfarbe kriegt und somit ist es wunderschön grün. Christian Finner rollt in seiner Küche nicht nur Frühlingsrollen. Die Familie Finner werkt hier hoch über Steinbach an der Steier schon lange, sehr lange. Wir sind in der vierten Generation. Angefangen haben wir mit einer Wangerei bei uns und der Uropa hat da schon einen kleinen Raum dazu gebaut. Wer gedacht hat, ein bisschen eine Jausenstation kann man immer machen neben der Straße. Die Linde ist dann direkt vom Haus gepflanzt worden und gegenüber von der Straße ist die große alte Linde. Von dem haben wir eigentlich den Namen. Gerichte mit Geschichte kann man hier zu den gefüllten Palatschinken oder oberösterreichischen Frühlingsrollen also auch sagen. So oder so, ein frühlingsfrischer, leichter Genuss. Ja, so könnte man das sagen. Ein Gruß nach Oberösterreich an dieser Stelle. Ja, ich weiß nicht, ob er schon gefrühstückt hat. Wir haben gerade die Kaffeemaschine in seinem Büro gehört. Staatsoperndirektor Bogdan Rostschitsch ist auch schon für uns aufgestanden. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Habe ich hier richtig gehört? War das gerade noch die Kaffeemaschine? Ja, ja, das auch in Corona-Zeiten geht nichts ohne 7 Espresso. Wirklich? Da muss ich Sie eh gleich fragen, Herr Rostschitsch. Ich meine, ist es heute so ein Tag der Erleichterung? Gestern Abend in ORF 3 die Präsentation des Spielplans sozusagen. Es gab unzählige Interviews. Ich glaube, Sie haben einen richtigen Interview-Marathon hingelegt in den letzten Tagen. Wie ist der Tag 1 jetzt, nachdem das rausgekommen ist, was Sie wahrscheinlich seit 2016 planen? Erleichternd oder geht es jetzt erst richtig los? Es geht erst richtig los. Der Tag ist arbeitsreich, könnte man in einem Wort sagen. Ja, der geht so früh los. Ist das für uns oder ist das ohnehin täglich so bald? Nein, das ist immer so. Ich bin Frühaufsteher, notorischer Frühaufsteher, ja. Seit der Jugend. Das ist geblieben. Ja, wird immer schlimmer. Wird immer schlimmer, um Gottes Willen. Ich hoffe, Sie sind dann fit für Ihre Vorstellungen am Abend in der Staatsoper. Da müssen Sie ja dann auch lange aufbleiben, oder? Ja,
Das ist wahr. Mal schauen, ob die Energie ausreicht. Ja, bin ich mir sicher. Viele haben das Programm wirklich erwartet, beziehungsweise mit großer Spannung auch erwartet. Und viele haben es hoch gelobt. 10 Premieren wird es in der neuen Saison geben. Und das unter erschwerten Bedingungen, zumindest vorerst schaut so aus. Wie zuversichtlich gehen Sie jetzt dran, auch aus dieser Krise heraus zu starten? Ich weiß nicht, glaube wie wir alle, was ich glauben soll. Man liest Dinge, die sich diametral widersprechen, auch von Leuten, wo man sich eigentlich denkt, unglaubliche Experten. Gestern habe ich gelesen von einem israelischen General und Mathematikgenie, der irgendwie sein eigenes Corona-Modell entwickelt hat und sagt, nach 10 Wochen ist es in jedem Land weg. Also unglaublich einander vollkommen widersprechende Dinge, so dass ich mich mit mir selbst darauf verständigt habe, ich glaube jetzt gar nichts mehr, sondern ich bereite mich einfach auf alle Szenarien vor und halte mich ansonsten an die Fakten. Super. Bitte keine Fake News lesen, gell? Das ist immer wichtig. Nein, das war in einer hochreputierlichen Schweizer Zeitung. Okay, dann bin ich beruhigt. Herr Rostschütz, sagen Sie mir, ich fand in vielen Interviews, die Sie jetzt gegeben haben, auch ganz schön, diese Krise als Chance zu sehen. Und Sie meinten, okay, uns fehlen vielleicht 30% Touristen, die wir sonst in der Oper haben, die diese Karten auch kaufen. Vielleicht kommen ganz neue und andere Leute in die Oper. An wen haben Sie denn da konkret gedacht? Naja, zunächst habe ich wirklich gedacht an all die Menschen, die in den letzten paar Wochen plötzlich entdeckt haben, dass sie in Hochrisikoberufen arbeiten. Was zum Beispiel, wenn man im Supermarkt an einer Kasse sitzt. Und statt zu wehklagen, dass man in Österreich angeblich gar nicht Oper spielen kann, wenn Touristen ausbleiben, könnte man sich überlegen, was man sinnvollerweise mit möglicherweise freibleibenden Plätzen anstellt. Okay, das heißt, sprechen Sie da eine Einladung aus oder wie darf ich das verstehen? Ja, selbstverständlich. Cool. Ja, okay, wow. Dabei muss es ja nicht bleiben. Es gibt, ich glaube, dass die Oper, wie das mit jedem großen Opernhaus oder auch das offenste Haus, kann ja nur immer einen gewissen Prozentsatz des möglichen Publikums, wenn Sie so wollen, begrüßen. Und in einer Zeit, wie sie uns vielleicht ab September blüht, kann man sich überlegen, welche anderen Publikumsgruppen, die vielleicht noch nicht am Haus waren oder zu wenig am Haus sind, vielleicht ein sehr junges Publikum, Jugendliche, junge Erwachsene, wie man die erreicht und wie man an die eine Einladung ausspricht. Sehr toll. Das klingt super. Das klingt sehr schön. Ich möchte ein Beispiel vorlesen. In Tschechien zum Beispiel gibt es einen Kulturfreundeverein. Da gibt es Menschen, die kaufen Tickets für Theatervorstellungen, die gar nicht stattfinden. Wäre sowas sozusagen hier auch möglich, eine Solidaritätsaktion? Ich meine, es gibt ja wirklich viele Kulturschaffende und auch ein Haus wie Ihres, das einfach leidet unter dem, was jetzt in diesem Land einfach stattfindet. Ja, bei solchen Maßnahmen sind wir noch nicht. Es ist ja immerhin die Staatsoper und der Eigentümer der Staatsoper ist die Republik Österreich. Dass auch die Staatsoper, selbst so ein großes Haus, dass da doch sehr solide und vertrauenerweckend am Opernring 2 steht, dass auch die in Zeiten wie diesen wirtschaftlich sich überlegen muss, wo sie bleibt. Die Staatsoper hat ja einen sehr hohen Eigendeckungsgrad. Das bedeutet, sie erwirtschaftet sehr viel von ihrem Budget selbst. Ich glaube, mehr als jedes andere Opernhaus weltweit, 45%. Dass auch die Staatsoper also sich überlegen muss, wie sie sich wirtschaftlich aufstellt, zeigt ja nur, wie ernst die Lage ist. Worauf freuen Sie sich denn am meisten? Ich freue mich am meisten darauf, dass der Vorhang wieder aufgeht. Das haben Sie so schön beschrieben, auch sozusagen, wenn der erste Ton gespielt wird oder gesungen wird, das ist so ein Gänsehautmoment. Das wird es für Sie wahrscheinlich werden, oder? Wir hatten ja, ein paar von uns hatten einen, wenn Sie so wollen, einen Vorschuss drauf, als wir diese Sendung gedreht haben. Und dann kam eben die Anna Netrebko und hat eine Arie gesungen. Und in dem Saal, wo da waren vielleicht 20 Leute, in dem Saal, wo die eben Teil des Teams waren, und der Saal, der seit ungefähr 2 Monaten dunkel ist und der da steht, eine Stimme zu hören und dann diese Stimme, 2 Momente, nie vergessen. Toll. Wir sehen es und hören es auch gerade. Das sind die Bilder von gestern Abend in ORF3. Da lächeln Sie. Da geht ihm das Herz auf, wie man so schön sagt. Darf ich Sie trotzdem noch ganz kurz fragen, nachdem Sie Ö3-Chef waren vor vielen Jahren, hören Sie jetzt wieder Ö3, seit Sie zurück sind in Wien? Ich habe jetzt seit 20 Jahren im Ausland gelebt, jetzt wieder zurück in Wien, seit Jänner im Auto sitzen. Es tut mir leid,
lieber, ich höre jetzt, wir haben leider gerade ein Tonproblem, aber ich stelle die Frage noch einmal. Sie bleiben noch auf für uns, sind natürlich schon längst wach und wir hören uns in einer Stunde noch einmal. Bogdan Rostic, vielen lieben Dank. Sorry, wir haben leider ein technisches Problem. Das passiert uns. Ah ja, jetzt bis gleich einmal wieder gehört. Das passiert uns bei den Skype-Schalten. Immer mal wieder, obwohl es dann doch so nah ist. Er ist auch hier in Hietzing zu Hause. Wir sehen uns gleich wieder. Peter Teubenbacher übernimmt im ZDF-Bildstudio. Danach sprechen wir über mögliche Öffnungszeiten in den Freibädern. Ja, und übrigens Kurzparkzone, die gilt ab heute wieder in Wien und in Salzburg. Aber mehr hören Sie jetzt von Peter Teubenbacher. Bis gleich. Kurz nach halb acht ist es 7.33 Uhr genau. Guten Morgen Österreich und ja, schön, dass wir gemeinsam in diese neue Woche starten. Es ist ja sozusagen die letzte Woche mit den wirklich strengen Maßnahmen und Ausgangsbeschränkungen. Wird ja alles gelockert. Ab 2. Mai eröffnen ja auch wieder die Outdoor-Sportplätze, die Friseure, andere Dienstleistungsbetriebe. Die Frage ist immer, wie kommen solche Entscheidungen zustande? Ja, wie trifft die Politik solche Entscheidungen? Da gibt es natürlich viele Experten und Expertinnen, die die Politiker beraten. Und wir schauen denen jetzt einmal über die Schulter, wie dann letztendlich Maßnahmen getroffen, vielleicht auch aufgeweicht oder gar wieder abgeschafft werden. Susanne Rabadi und Herwig Kollaritsch gehören zu jenem medizinischen Beraterstab, der sich zweimal pro Woche trifft, allerdings seit Ausbruch der Corona-Epidemie online, am vergangenen Freitag in Wien ausnahmsweise persönlich. Ihre Expertenmeinung, so das Gesundheitsministerium, ist Grundlage etwa für Erlässe, wie zum Beispiel beim Maskentragen, das vor wenigen Wochen noch unnötig war, inzwischen in vielen Bereichen verpflichtend. Sehr oft haben wir keine Möglichkeit, auf Daten zurückzugreifen, die sich jetzt spezifisch mit dieser Erkrankung beschäftigen. Denn solange eine solche Pandemie läuft, wird es neue Ergebnisse und Resultate geben, die immer wiederum das Outcome bei der Evidenz beeinflussen werden. Als Allgemeinmedizinerin setzt sich Susanne Rabadi dafür ein, dass die Hausärzte sehr bald ihre ganz normale Arbeit wieder aufnehmen. Vor allen Dingen haben ja sehr viele Leute weiterhin alle Erkrankungen, die es halt so gibt im Spektrum. Daran ändert sich ja nichts. Ja, und auf diese Leute muss man genauso gut aufpassen. Die müssen genauso gut versorgt werden wie sonst auch. Im Beraterstab würde sehr offen und kollegial diskutiert, sagen beide. Welche Politik dann damit gemacht wird, das sehen sie ohne Illusionen. Ich erkenne vieles wieder, ja, weiß aber auf der anderen Seite auch, dass es ein Gesamtbild mitformt, ja, und dass nicht alles, was ich sage und glaube, deswegen eins zu eins erscheinen kann. Daher sehe ich also, da alle Dinge, die wir im Wesentlichen im Expertenbeirat besprochen haben, grosso modo umgesetzt worden sind, damit überhaupt kein Problem, dass dann das Wording sozusagen, wie es ans Publikum hinausgeht, ein bisschen anders ist. Einig sind sich die Experten darin, dass die Epidemie erst vorbei ist, wenn es eine Impfung gegen Corona gibt. Und einen weiteren Experten darf ich jetzt bei mir begrüßen, den Umweltmediziner Hans-Peter Hutter. Einen wunderschönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Wir beide trotzen jetzt den etwas frischeren Temperaturen. Kein Problem. Nein, ich merke schon. Ist ein Sommerthema, deshalb muss man das auch zeigen. Ich merke schon, Sie wollen baden gehen. Und um das geht es jetzt auch bei uns. Können und dürfen die Freibäder oder auch die Seen öffnen? Wie kann das ausschauen? Sie machen sich darüber seit Wochen Gedanken. Ja, wir haben auch sehr viele Anfragen erhalten und dementsprechend ist es auch sehr wichtig, dass man, wenn die Bäderbetreiber eben entsprechende Eckpunkte brauchen, medizinische, dass wir die auch zur Verfügung stellen. Mhm. Und die gute Nachricht voran, ja, aus unserer Sicht ist es möglich, aber nicht nur möglich, sondern auch sehr, sehr wichtig. Nicht zuletzt Baden, Schwimmen, Planschen, das stärkt auch das Immunsystem, ist gut für unsere geistige, seelische Gesundheit. Alles Dinge, die wir ja gerade jetzt brauchen. Ja, wir brauchen Immunabwehr. Und auch Entspannung nach dieser Zeit. Alles klar. Wir brauchen es auch sauber. Ich muss das kurz erwähnen, weil man so stark hört. Ich glaube, hier wird irgendwas gereinigt im Hintergrund. Wir sehen es noch nicht, aber das ist das Geräusch, das Sie hören können. Herr Hutter, sagen Sie uns, Sie plädieren darauf oder dafür, dass Sie sozusagen die Bäder öffnen. Unter welchen Umständen ist denn das möglich? Was muss denn beachtet werden? Ja, das Erste ist höchstwahrscheinlich einmal, dass die Besucherzahl begrenzt werden muss. Das ist klar, weil es ja, wenn es um die Liegewiese geht und auch um die Becken, dass es hier eine begrenzte Anzahl geben muss, weil wir ja den Abstand noch immer einhalten müssen. Das ist das Grundlegende. Und dann gibt es natürlich auch
für den Bereich Innern verschiedenste Überlegungen. Sprich, wenn du in die Kabine, in den Kabinen drin, ist wurscht, brauchst keine Maske tragen, aber im Indoor-Bereich, dort wo man herumgeht, bei einem Kästchen und so weiter, tragst du die Maske. Weil eine Maske zum Sonnenbad, das wäre natürlich das, ja, was keiner haben will. Braucht man nicht. Das braucht man nicht. Ich meine, irgendwo muss man, eine Maske trägt man dann im Wasser, wenn man schwimmt und schnorchelt. Aber nicht, wenn man normal schwimmt, in dem Sinn, wo wir jetzt dann schwimmen gehen würden. Das muss man ganz klar sagen. Ja. Da redet man von einer anderen Maske. Da redet man von einer anderen Maske. Ja, ja, muss ich mal erklären. Ich weiß, aber ich habe es angesprochen. Sehr gut. Herr Utter, der Platz. Sie sagen, eine Zugangsbeschränkung oder halt nicht so viele Leute wie üblich, ja, dass die dann wie die Sardinen nebeneinander liegen können, das soll nicht sein. Aber habe ich da ein First-Come-First-Surf-Prinzip? Ich meine, wie mache ich das? Muss ich um 6 mich anstellen, damit ich ins Bad reinkomme? Nummer eins, was wir vorgegeben haben, ist ein Eckpunkt, nämlich eine Kennzahl, wie viele Personen pro Quadratmeter beziehungsweise wie viel man dann auf die Freifläche umrechnen kann, die hinein sollte, damit es noch gewahrt bleibt. Die Freifläche, das ist das Thema der Betreiber. Die kennen ihre Bäder und wissen natürlich da auch entsprechend zu reagieren. Ja. Wie das dann gemacht wird, wie man die Limitation anbringt, da gibt es verschiedene Überlegungen. Okay. Aber ganz wichtig ist, dass im Eingangsbereich schon mal so ein Counter ist, dass du im Internet einen hast, dass du nicht irgendwo umsonst hinfährst. Natürlich. Weil das ist eher dann für Familien nicht so das Tolle. Oder auch dort wieder in der Schlange stehen. Oder wie mache ich das Wasserrutsche? Da muss ich mich auch anstellen. Das wird anstellen, das wird so wie bei vielen anderen jetzt bei den Geschäften. Man steht an, man hat diese Bodenmarkierung. Da gibt es viele Möglichkeiten. Aber noch einmal, da ist ja Kreativität gefragt von den Betreibern. Und viele wollen auch aufsperren. Und auf der anderen Seite sind wir gefragt. Wir wollen baden gehen, weil wenn wir uns jetzt nicht da drinnen in irgendeiner Weise verantwortlich benehmen, dann wird nicht aufgesperrt. Okay. Das ist die Alternative. Das heißt, Sie appellieren da schon auch an Vernunft, Hausverstand, Disziplin der Österreicherinnen und Österreicher. Wenn die Öffnung kommen wird, müssen wir uns dementsprechend verhalten. Hundertprozentig, weil es ist von beiden Seiten etwas gefordert. Die Betreiber müssen sich was einfallen lassen, das machen die, aber von uns natürlich auch. Und es kann nicht sein, in Wien heißt es, der Badewaschel herumgeht und dann irgendwo die Leute sortiert. Das kann er nicht machen, das ist zu aufwendig, das liegt an uns. Mhm. Und zur Sardinengeschichte, ich meine ganz ehrlich, wer von uns liegt jetzt dem irgendjemand, der nicht kennt, in einem halben Meter Abstand? Das tut man sowieso nicht. Ja. Also ein gewisser Abstand, den warst du automatisch. Mhm. Das muss man auch dazu sagen. Ich. Aber jetzt umso mehr, weil du ja drüber nachdenken musst. Aber wie gesagt, in der Hochsaison wird es schon einmal eng auch im Bad. Das da nimmt man den vollkommen richtig. Eher in Kauf. Damit vollkommen ich richtig. Kann. Sie haben vollkommen recht und deswegen gibt es eben diese Beschränkung. Okay. Das heißt aber, die Maßnahme, dass man sagt, baden ja, verweilen aber nicht, würde das umsetzbar sein? Also mit Bauchweh. Okay. Ich kenne die Überlegung jetzt von einigen Strandbädern, dass man eben quasi durch das Bad durchgeht, in den See springt, wieder rausgeht, aber nicht am Strand und so weiter. Ja, wenn der Seezugang so begrenzt ist, na mein Gott, vielleicht. Ja. Aber in einem städtischen Bad, wo du hingehst, weil du ins Wasser hupfen willst und nur auf der Liegewiese, auch gut, man hat mehr Freifläche. Aber wird so nicht gehen. Okay. Herr Dr. Hutter, vielen Dank. Sehr schön, gerne. Dass Sie uns da Ihre Expertise zur Verfügung stellen. Und das tun wir natürlich in vielen unterschiedlichen Bereichen, vor allem für Sie. Was machen wir als Education und YouTube? Wir machen EdYouTube, eine neue Initiative mit Unterstützung des ORF. Spannende Sache. Schauen Sie sich das an. Der Turnunterricht scheint zu Hause ganz gut zu gelingen, zumindest bei Gabriel und Valentin, die sich im Garten austoben können. Doch in anderen Fächern ist das Homelearning, also das Lernen zu Hause, eine ganz schöne Herausforderung. Manchmal ist es halt sehr schwer, weil du niemanden zum Fragen hast und kannst nur deine Freunde anrufen oder deine Eltern fragen, aber die haben vielleicht auch nicht immer Zeit und so. Man ist halt mehr auf sich alleine gestellt, weil man niemanden hat, keinen Lehrer, der gleich zu einem herkommt. Und hier kommt EduTube zum Einsatz. Die neue digitale Videoplattform soll mit Erklärvideos, kurzen Beiträgen und Dokumentationen beim digitalen Unterricht unterstützen, so ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz. Ich glaube, Österreich ist in den letzten Wochen in ein neues Zeitalter des elektronischen Lernens eingetreten. Und daher ist es natürlich etwas, was vor allem für die Schüler, für die Jugendlichen wichtig ist, in attraktiver, moderner Form Bildungsinhalte vermittelt zu bekommen. Gabriel und Valentin haben EduTube schon unter die Lupe genommen.
Also es gibt verschiedene Kategorien und man kann in einer Kategorie suchen. Man kann aber auch, wenn man jetzt genau ein bestimmtes Video finden will, in einer Suchleiste eingeben, genau das, was man halt will. Diese Videos kann man dann auch teilen mit Freunden. Den Einsatz von Videos für den digitalen Unterricht findet auch Gabriel gut. Also ich schaue sie mir an, aber ich schaue mir nicht immer alles an, sondern nur das, was ich brauche. Und das kann ich dann benutzen, halt, um irgendwelche Aufträge von der Schule zu machen. Und auch bei schrittweiser Öffnung der Schulen wird digitales Lernen wohl auch in Zukunft eine Rolle spielen. Dann möchten wir gleich nochmal in die Schule gehen oder zumindest E-Learning ausprobieren. Ich freue mich jetzt sehr. Mein Kollege Thomas Matzek, der Leiter der ORF-Wissenschaft, ist zugeschaltet. Einen wunderschönen guten Morgen. Schönen guten Morgen auch. Guten Morgen. Lieber Thomas, sagen Sie mir, ist es so, dass hier neuer Content produziert wird oder sind das aus dem umfassenden ORF-Archiv Beiträge, die eben Wissenswertes vermitteln sollen? Ja, die Corona-Krise hat uns alle vor ziemliche Herausforderungen gestellt. Wir haben in wenigen Wochen in Kooperation mit dem Bildungsministerium diese Plattform auf die Beine gestellt. Selbstverständlich sollen hier exklusiv für Schülerinnen und Schüler produzierte Beiträge drauf sein, Erklärvideos zu den verschiedensten Themen. Aber es wurde natürlich auch auf das Archiv des ORF mit renommierten Sendungen aus der Zeit im Bild, Doc 1, Universum, Kreuz und Quer und anderes zurückgegriffen. Zudem hat auch das Bildungsministerium selbst Videos produziert zu verschiedenen Themen und auch diese sind drauf. Also wir starten mit ungefähr 800 Videos. Wow, also da sage ich einmal Chapeau, das ist ja wirklich eine Meisterleistung, die hier in kürzester Zeit vollbracht wurde. Ein völlig neues Projekt, das ja auch erst durch die Krise entstanden ist. Oder ist das schon länger sozusagen in Überlegung, so etwas zu machen? Selbstverständlich beschäftigen wir uns hier im ORF, vor allem in der Abteilung Bildung, Wissenschaft und Zeitgeschehen, schon die vergangenen 5 Jahre mit multimedialen Arbeiten. Selbstverständlich beobachten wir natürlich auch die Plattformen, die es gibt. Das ist ja auch der Schlüssel, um eine jüngere Generation des sogenannten Digital Natives anzusprechen mit unseren Angeboten. Wir wissen ja alle von unseren Kindern in dem Alter, meine sind 11 und 13, dass die natürlich die diversen Kanäle, die diversen Tubes auf ihren Smartphones oder Tablets anschauen. Damit beschäftigen wir uns schon, aber die Idee für EduTube ist erst wenige Wochen alt. Das war eine Initiative des Bildungsministeriums, die natürlich gesehen haben, dass sowohl für die Schülerinnen und Schüler als auch die Eltern, als auch das Lehrpersonal das Corona-bedingte Homeschooling oder Homelearning eine ziemliche Anforderung ist. Und hier ein niederschwelliges Bildungsangebot über Videos, aus denen man was lernen kann, zu machen, das war eben der Hintergrund dieser Geschichte. Und es ist eben ganz, ganz schnell gegangen und wir sind sehr stolz, dass wir jetzt online gehen können. Ich werde meinem 11-Jährigen jetzt auch sagen, nicht mehr YouTube, sondern EdYouTube. Bitte. Bitte. Die Frage ist, wie kommt er da rein? Gibt es als Passwörter von der Schule zur Verfügung gestellt oder wie schaut das aus? EduTube ist natürlich ein Angebot des Bildungsministeriums, das sich sozusagen zu auch ganz anderen noch hinzufügt. Mhm. Es haben ja Schülerinnen und Schüler über ihre Schule einen E-Mail-Account bekommen, mit dem sie einsteigen können. Selbstverständlich kann auch das Lehrpersonal einsteigen und natürlich können auch die Eltern mitschauen. Also natürlich ist es sozusagen eine Plattform, die speziell sich an Schülerinnen und Schüler richtet und auch für das Lehrpersonal als Unterrichtsunterstützung, um in dieser schwierigen Situation der Corona-Krise zu helfen. Das heißt, Pädagogen und auch Vertreter des Bildungsministeriums und ORF-Kollegen haben sich da zusammengesetzt, den Lehrplan angeschaut. Sozusagen, es ist ja ab der Unterstufe, also ab erste Klasse, Mittelschule, Gymnasium bis zur Matura und haben geschaut, was brauchen wir da, wo können wir uns da unterstützen, welche Content sind vonnöten? Habe ich das richtig verstanden? Genau. Es wurde sozusagen schon anhand des Lehrplans, zwar nicht 1:1, aber assoziativ, wurden 8 Kategorien entwickelt, die man im Unterricht gut gebrauchen kann. Da hat man Länderkunde genauso dabei wie Medienkunde, wie Grundkenntnisse über Politik, Demokratie und Europa. Das sind natürlich auch Erkenntnisse des Bildungsministeriums, die mit ihren Pädagogen auch schaut, was ist denn das Interesse
Interesse der Generation, die heute in die Schule geht. Und diesem Interesse tragen wir mit diesem Angebot Rechnung. Toll. Ich wünsche viel Erfolg. Noch einmal Gratulation, dass das wirklich so in kurzer Zeit so toll auf die Beine gestellt wurde. Und ich würde sagen, wenn die Kinder dann mal von EduTube reden, dann wissen wir, es ist hip, oder? Vielen Dank. Das hoffen wir natürlich sehr, dass, dass man einfach da mal zugreift. Super. Danke, Thomas Matzek. Einen schönen guten Morgen noch. Vielen lieben Dank. Und wir machen jetzt einen Blick in den Kalender. Heute haben wir den 27. Der niederländische König Willem Alexander feiert heute seinen, glaube 53. Geburtstag. Das habe ich noch im Kopf. Was sonst noch los war, das schauen wir uns jetzt an. Wir schreiben den 27. April. Österreich feiert heute ein besonderes Jubiläum. Der 27. April 1945 gilt als der Gründungstag der Zweiten Republik. Im Wiener Rathaus proklamiert die provisorische Staatsregierung unter Karl Renner die Unabhängigkeit Österreichs. Im bereits befreiten Wien jubelt die Bevölkerung der neuen politischen Führung und den russischen Befreiern zu. 1987 wird Bundespräsident Kurt Waldheim wegen seiner ungeklärten NS-Vergangenheit in den USA auf die Watchlist gesetzt und bekommt Einreiseverbot. Dazu Bundeskanzler Franitzky. Für ganz Österreich ist das eine sehr, sehr ernste und bestürzende Angelegenheit, die da auf uns zugekommen ist. Lassen Sie mich dazu in aller Einfachheit, aber dafür auch mit unmissverständlicher Klarheit sagen, ich habe ein reines Gewissen. 1956. Einer der größten Stars des Boxsports tritt zurück. Rocky Marciano, im Begriff des amerikanischen Traums, gilt als der herausragende Schwergewichtsweltmeister der 50er Jahre. Als Kind armer italienischer Einwanderer boxt er sich in die gesellschaftliche Oberliga. Seine 49 Kämpfe beendet er ungeschlagen. Fast jeden Gegner besiegt er vorzeitig durch K.O. Und er hat Filmemacher inspiriert. So war er Vorbild für Sylvester Stallones Rocky. Der legendäre deutsche Quizmaster Hans-Joachim Kuhlenkampf hätte heute Geburtstag. Er wurde 1921 in Bremen geboren. Wir gratulieren Josef Beppi Hickersberger zu seinem Geburtstag und zu seinem legendären Saga. Zunächst möchte ich einmal feststellen, dass es nicht die besten Spieler Österreichs sind, sondern dass ich zusammen mit meinen Mitarbeitern mich bemüht habe, die richtigen Spieler für die Europameisterschaft zu nominieren. Ja, legendär, Beppi Hickersberger. Alles Gute zum Geburtstag. Ja, und wie es ausschaut mit der heimischen Bundesliga, das wissen wir auch noch nicht. Wann die startet, ob sie startet und wie es da weitergeht. Wie es mit dem Tennis ausschaut, das wissen wir bereits. Und darauf freuen sich 100.000 Österreicherinnen und Österreicher. Ja, Tennis ist der zweitbeliebteste Sommersport nach Fußball. Und bitte, man höre und staune, er liebt's auch, mein Kollege Martin Ganzdeutz. Jetzt habe ich fast den Namen vergessen, habe ich natürlich nicht. Nein, er ist am Tennisplatz in Eisenstadt, er liebt Tennis, er versäumt kein Spiel im Fernsehen, das ist einmal klar. Ich weiß nicht, ob er selber auch zum Ball greift, das frage ich ihn jetzt. Guten Morgen, Martin. Guten Morgen, Eva, schön, dich zu hören. Ach so, jetzt muss ich noch was sagen. Martin, das war meine Übergabe zu dir, aber doch, du spielst jetzt gleich los. Das war bereits die Frage. Entschuldigung, natürlich liebe ich Tennis, aber nein, ich greife nicht aktiv zum Tennisschläger. Ich bin eher passiv talentiert, dass ich Tennis zuschauen kann, den Profis nämlich. Das wird noch ein bisschen dauern bis Mitte Juli, aber jetzt am Wochenende freuen sich Hunderttausende, wie du richtig gesagt hast, darauf, dass die Tennisplätze aufsperren. Hier in Eisenstadt bin ich auf einem Tennisplatz, der insgesamt 6 Tennisvereine hier in Eisenstadt reingelassen hat. Uns der Herr Mock, Heinz Mock, der Obmann des Tennisvereins und gleichzeitig auch Vizepräsident des Burgenländischen Tennisverbandes. Und die Vorbereitungen auf den Tennisplätzen, die sind mittlerweile so gut wie abgeschlossen. Aber worauf müssen sich die Tennisspielerinnen und Spieler am Wochenende auf was müssen sie sich vorbereiten? Wie müssen die herkommen? Brauchen die Mund-Nase-Schutz? Müssen die Desinfektionsmittel mit haben? Wie schaut das aus? Ja, also grundsätzlich ist es so wie im öffentlichen Leben. Das heißt, natürlich die dementsprechenden Abstände zwischen den Personen einhalten. Desinfektionsmittel werden wir zur Verfügung stellen bei den Eingängen und bei den WC-Anlagen. Mhm. Und auf den Tennisplätzen selbst dürfen natürlich immer nur 2 Leute pro Platz spielen, das heißt nur Einzelbetrieb. Mhm. Und das ist einmal eines der wichtigsten
Dinge. Und dann ist es natürlich auch noch so, dass es keinen Kantinenbetrieb geben wird und die Leute auch nur kommen sollen, Tennis spielen und anschließend wieder nach Hause gehen. Mhm. Es gibt die Duschen, die Garderoben sind geschlossen. Mhm. Also es ist nicht möglich, direkt am Platz dementsprechend sich aufzuhalten. Und es soll auch nicht wirklich ein gesellschaftliches Zusammensein am Tennisplatz sein, sondern nur eine Ausübung des Tennissports. Also es ist ein Tennisalltag, den wird es in dieser Form jetzt nicht geben. Dann auch zusammensitzen, vielleicht auch davor. Wie ist das eigentlich? Sie haben eine 3 Jahre alte Halle, die ist also relativ neu. Wird es in der Halle ebenfalls einen Tennisbetrieb geben, zum Beispiel, wenn es jetzt in nächster Zeit regnet oder so? Also zurzeit ist es noch nicht erlaubt. Ja. Wir hoffen und warten darauf, dass auch hier eine Öffnung passiert. Mhm. Natürlich hängt das davon ab, wie die Bundesregierung entscheidet oder der Sportminister entscheidet und dann anschließend natürlich auch der Tennisverband, wie die Regelung getroffen wird, in der Tennishalle zu spielen, wäre meiner Meinung nach möglich, weil es doch eine sehr große Fläche pro Spieler ist. Das heißt, 600 Quadratmeter ist circa ein Tennisplatz und wenn hier 2 Personen spielen, glaube ich, dass es kein Problem wäre, auch in der Halle zu spielen. Wir hoffen, dass es in den nächsten Tagen auch möglich ist, in der Tennishalle spielen zu dürfen, falls das Wetter schlecht ist natürlich. Für Hobbyspieler, wie wissen Sie jetzt, am Wochenende darf man beginnen zu spielen, aber wie ist es dann mit Meisterschaft, etwaigen Turnieren, wie sieht es da aus, wann geht es da los? Also zurzeit ist es so, dass auf jeden Fall nicht vor 30. Mai gespielt werden darf. Also das wird sich wahrscheinlich in den nächsten 14 Tagen entscheiden, wie der Meisterschaftsbetrieb stattfinden wird in diesem Jahr. Mhm. Voraussichtlich wird es so sein, dass es eine Meisterschaft geben wird, aber eher auf Freiwilligkeit, wahrscheinlich keine Auf- oder Absteiger. Mhm. Wir werden sehen, in den nächsten 14 Tagen wird hier sicherlich eine Entscheidung vom Fachverband getroffen werden. Wie schaut es aus mit den finanziellen Einbußen? Sie haben den Überblick als Vizepräsident des Verbandes hier im Burgenland. Ja, ich glaube, dass es auf den Freiplätzen doch nicht so hohe finanzielle Einbußen geben wird, weil man kann Tennis nicht mit Fußball vergleichen. Mhm. Wir haben hier keinen Profisport in dem Sinn. Es gibt zwar die Bundesliga, aber auch hier ist es nicht zu vergleichen mit Fußball. Also die Tennisspieler, die Profispieler leben mehr von den Turnieren. Mhm. Das wird sicherlich ein Thema werden für die. Und im Freizeitbereich oder Hobbybereich werden die Meisterschaften nicht unbedingt mit Spielern gespielt, die auch finanziell dementsprechend bezahlt werden müssen. Okay, Herr Mock, dann drücke ich die Daumen, dass den Vereinen in Zukunft auch finanziell gut geht. Das Burgenland freut sich auf jeden Fall schon auf den Beginn des Tennisbetriebs auf den Tennisplätzen am Wochenende. Damit wieder zu dir, Eva. Danke, Martin. Martin Ganser, der beste Passiv-Tennisspieler von ganz Österreich. Jetzt lacht er, gell? Ja. Aber das sagt er selbst von sich, muss man dazu sagen. So, wir gedenken in Kürze dem Jahrestag des AKW-Brands von Tschernobyl, der Explosion vor genau 34 Jahren. War es soweit? Welche Auswirkungen das heute noch hat, schauen wir uns an. Und Staatsoperndirektor Bogdan Rostic ist uns zugeschaltet. Also bis gleich, ich freue mich auf Sie. Ja, aktuell wüten Waldbrände rund um das frühere Atomkraftwerk von Tschernobyl. Und ich denke, wir erinnern uns alle gut daran, als genau vor 34 Jahren, gestern war der Jahrestag, die Explosion im Kraftwerk stattgefunden hat und dann auch sozusagen die Wolke nach Österreich gekommen ist. Darüber sprechen wir heute mit der Strahlenexpertin des Umweltministeriums. Ich freue mich sehr, dass Frau Dr. Egartner bei uns ist. Frau Dr. Ehold, Verena Ehold, schön, dass Sie da sind. Ich habe schon gesagt, wir erinnern uns, auch Sie haben eine kindliche Erinnerung, aber das war damals ein ziemlich bedrohliches Szenario, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich kann mich auch wirklich noch sehr gut daran erinnern. Ich war damals 10 Jahre alt. Wir durften als Kinder nicht mehr hinaus spielen gehen. Die Eltern haben sich gesorgt. Keiner hat wirklich gewusst, was da los ist. Die Gefahr hat man ja nicht spüren können. Und heutzutage ist es Gott sei Dank anders. Die Frage ist natürlich, war das damals eine berechtigte Sorge? Ich meine, Sie sind Strahlenexpertin. Wie bedrohlich oder gefährlich war diese radioaktive Wolke über Österreich? Also die Wolke hat sich ja nach einiger Zeit auch in Österreich dann ausgeregnet und hat stellenweise schon zu höheren Konzentrationen geführt. Wir reden da von Konzentrationen, die das 10- bis 25-fache des normalen Wertes von der Hintergrundstrahlung betreffen. Also durchaus eine gesundheitsschädliche Dosis. Das kann ich jetzt, muss ich Ihnen ehrlich sagen, nicht beantworten. Da müssten Sie eine Medizinerin fragen, weil das von Einzelfall zu Einzelfall unterschiedlich ist. Okay.
Schauen wir grundsätzlich zur Atomkraft. Ich meine, in Österreich gibt es natürlich eine klare Entscheidung, nein zur Atomkraft, die ist schon früh gefallen. Bis zu Tschernobyl dachte man ja noch, dass Atomkraft auch eine sichere, saubere Energie ist. Ich glaube, das hat schon viel verändert, auch in der Denkweise, oder? Ja, auf jeden Fall. Also der schwere Atomunfall im Kernkraftwerk Tschernobyl, der ja auf der internationalen Skala mit der höchsten Stufe bewertet wurde, nämlich 7, hat damals die ganze Welt erschüttert. Mhm. Es hat zwar schon vorher auch Kraftwerksunfälle gegeben, aber dieser Unfall, der hat einfach einen Ruck durch die ganze Welt gebracht. Und es hat sich seither sehr, sehr viel geändert. Ja. In der Haltung oder auch in der Umsetzung? Also in allem, muss man sagen. Einerseits ist dadurch das internationale Nuklearrecht so richtig in die Gänge gekommen. Man hat Abkommen geschlossen zur frühzeitigen Benachrichtigung, zur gegenseitigen Hilfeleistung und zur Überprüfung der nuklearen Sicherheit. Mhm. Heute und vor allem auch zu Zeiten noch von Fukushima gibt es gegenseitige Überprüfungen der Kernkraftwerke mit unabhängigen Experten. Wir haben Richtlinien in der EU und es gibt Sicherheitsstandards von der Internationalen Atomenergiebehörde in diesem Bereich. Sagen Sie, Frau Ehold, ist es so, dass heute von Tschernobyl aus noch eine Gefahr ausgehen kann oder ausgeht? Also da kann ich unsere Zuseherinnen und Zuseher beruhigen. Für Österreich bestehen hier keine Auswirkungen. Wir haben auch aufgrund der Prognosen, Wetterprognosen, Berechnungen der Luftströme gemacht und machen das jeden Tag. Auch wenn die Waldbrände dort sehr dramatisch sind für die Bevölkerung, vor allem in Kiew, kann es in Österreich durch die Verbreitung von einzelnen Spuren keine Bedrohung geben. Okay. Und wir können wirklich ganz beruhigt außer Haus gehen und Schwammerl und Pflanzen sammeln. Ja, Ihr Wort in Gottes Ohr. Okay, wenn Sie das sagen, das glaube ich Ihnen. Wollen wir nach Tschernobyl noch einmal schauen? Wie Sie sagen, vor Ort schaut das natürlich anders aus. Das sozusagen ein Sarkophag wurde da sozusagen errichtet und noch einmal eine Schutzschicht errichtet. Aber die Waldbrände könnten da schon noch einmal Radioaktivität freisetzen? Also im Moment sind die Waldbrände auf jeden Fall noch weit genug entfernt, um eine Bedrohung darzustellen. Dieser Betonsarkophag, der damals ja unter großer Eile und unter schwierigen Bedingungen errichtet wurde, wurde letztes Jahr noch mit einer neuen großen Stahlkonstruktion übermantelt, die jetzt die nächsten 100 Jahre auch dieses Konstrukt schützen soll. Was jetzt passiert, ist, dass sich aus diesem kontaminierten Erdreich einzelne Partikel durch den Rauch dort vor Ort in die Luft begeben haben. Und die sind zwar auch vor Ort messbar, aber nur in sehr aufwendigen Labormessungen. Die Werte, und auf die können wir auch online zugreifen, die haben sich nicht drastisch erhöht. Ich danke Frau Ehold, vielen Dank für Ihre Expertise. Wir sind schon froh, dass Sie uns zumindest auch sagen können, es geht keine Gefahr für uns jetzt mal aus und wir können hier bedenkenlos weiterleben. Eh eingeschränkt genug, wie das in dieser Zeit schon sind. Genau. Danke vielmals, einen schönen Tag wünsche ich Ihnen. Vielen Dank, Frau Ehold vom Umweltministerium. Und wir bleiben jetzt, wir kommen von der Umwelt, so wollte ich sagen, zum Thema Gesundheit und viele Krankheiten, vor allem auch viele Tage, die sich speziell einer Krankheit widmen, die geraten in Zeiten von Corona auch ein bisschen ins Hintertreffen. MS zum Beispiel, Multiple Sklerose. Aber wir sind da vorne mit dabei. Wir holen eine prominente Fotografin vor den Vorhang, Inge Prader. Sie engagiert sich gemeinsam mit anderen Promis für die gute Sache und sammelt Spendengelder für die MS-Forschung. Ich hatte ein Konzept unter dem Arbeitstitel Das weiße Hemd. Weil erstens bin ich ein großer Fan von weißen Hemden, wie man sieht, aber es ist mir so passend vorgekommen, weil auch ich wollte symbolisieren, dass ein weißes Hemd sowohl geschlechterneutral, einsetzbar und alle unter Anführungszeichen gleich macht. Die Fotografin Inge Prader bei der Auswahl von Bildern für eine Aktion zum Welt-MS-Tag, die ungewöhnlich zustande gekommen sind. Die Darsteller hatten für die MS-Kampagne in Zeiten des Social Distancing keinen direkten Kontakt zu ihr.
Na, Sie haben sehr wenig Auflagen bekommen, also, und auch sehr wenig Tipps, ehrlich gesagt, sondern es war nur, fotografieren Sie sich bitte selbst vor einem möglichst neutralen Hintergrund, so wie Sie sich sehen. Diese Aufnahmen sind Teil der Kampagne Gib dein Gesicht. Es gilt, Fotos in den sozialen Medien hochzuladen, wofür die Firma Biogen 5 Euro pro Foto für die österreichische Multiple Sklerose Gesellschaft spendet. Da wurde auch der Vorstand der Universitätsklinik für Neurologie zum Fotomodel. Auch zu einem Zeitpunkt wie jetzt, wo diese Covid-Pandemie ist, die uns alle irgendwie erheblichst einschränkt, ist dann natürlich auch so eine Kampagne wie diese, ist eine Aufmerksamkeitskampagne, glaube ich, gerade das Richtige auch. Für eine MS-Patientin und einen MS-Patienten, die jetzt eine Therapie oder Beschwerden haben, ist alles rundherum vielleicht nur sekundär, weil das im Vordergrund steht, was man selber an Beschwerden hat. Es ist interessant, wie immer beim Porträtieren, egal ob ich hinter der Kamera stehe oder nicht, was von den Leuten kommt und auch ohne mein Zutun und wie sie sich selber sehen. Und das finde ich einfach einen wahnsinnig interessanten Aspekt der Porträtfotografie. Die Aktion läuft bis zum Welt-MS-Tag am 30. Mai. Tolle Sache. Toll ist auch, dass Arnold Schwarzenegger Großvater wird. Ja, seine Tochter Catherine wird Mama. Wir gratulieren ganz herzlich. Hier ist sie mit ihrem Ehemann Chris Bradshaw, fescher Bursch. Ja, und die zwei sind happy. Haben letztes Jahr geheiratet, jetzt ist das Baby unterwegs. Unterwegs nach St. Corona am Wechsel machen sich viele ausländische Medien. Es war eh nur eine Frage der Zeit, oder? Bis dieser Ort es in die Schlagzeilen schafft. Unser Kollege Cabus Nico, der ist hier auch unterwegs. Und so ein Selfie sozusagen ist ein sehr beliebtes Fotomotiv. In St. Corona am Wechsel in Niederösterreich tut sich einiges. Die Bevölkerung und der Bürgermeister, ja, die nehmen es so gut es geht mit Humor, aber sind sozusagen zu Ruhm gekommen und weltweiter Bekannte. Jetzt schauen wir nach Oberösterreich. Da gibt es jetzt ein gutes Gericht in einem Lokal in der Nähe von Steyr. Das werden wir jetzt auch Österreich berühmt machen. Das sind Frühlingsrollen, wie man sie in Oberösterreich zubereitet. Alle Rezepte auch nicht nur auf unserer Homepage, sondern in der ORF-Nachlese zum Nachkochen. Aber jetzt noch mal vorkochen. Und das übernimmt der Küchenchef. Oberösterreichische Frühlingsrollen oder viel Schmackhaftes, was der Frühling hergibt, in zwei Teigrollen verpackt. Die Entstehung war dahingehend, weil wir Palatschinkenrezepte braucht haben für ein Kochbuch. Und somit haben wir 20 Palatschinken suchen müssen. Und das ist halt auch schwierig. Und da sucht man sich halt einen lustigen Namen aus, dass man auffällt. Christian Finner schneidet sowohl für die fleischige, aber natürlich vor allem für die vegetarische Frühlingsrolle Gemüse erst einmal julienne, also in feine Streifen. Man versucht jetzt Spargel reinzugeben, Kraut, Wurzelgemüse, Lauch, Zwiebel. Man kann da kreativ sein, wie man will. Und dann wird das alles angeschwenkt und verfeinert. Mit Apfelessig und Salz und Pfeffer, ganz klassisch, ein bisschen Knoblauch kommt rein. Und dann wird es gestaubt, damit die Fülle ein bisschen besser hält. Für die herzhafte Fleischrolle herrscht bei den Lämmern erst einmal Schweigen. Das Biolamm ist aus Aschach und wir kriegen es im Ganzen und legen uns das Ganze selber. Und aus der Keule wird dann das rausgeschnitten, damit keine Sehne und nichts dabei ist. Dann wird das ganz klar hergehäckselt und dann scharf angebraten, mit Salz, Pfeffer verfeinert und ein bisschen Kräuter rein. Übrigens gehören Frühlingsrollen traditionell zum chinesischen Neujahrsfest, dem wichtigsten Festtag des Jahres, an dem der Beginn des Frühlings gefeiert wird. Dabei symbolisieren sie Seidenraupen, die zu dieser Zeit schlüpfen. Wir entscheiden uns heute außerdem für eine grüne Variante. Wir machen das selber, so ein Kräuter-Bärlauchöl, wo wir das berühren und mit dem wird es dann eingefärbt und in der Pfanne halt nur ganz leicht gebraten, damit es keine Röstfarbe kriegt und somit ist es wunderschön grün. Christian Finner rollt in seiner Küche nicht nur Frühlingsrollen. Die Familie Finner werkt hier hoch über Steinbach an der Steyr schon lange, sehr lange. Wir sind in der vierten Generation. Angefangen haben wir mit einer Wangerei bei uns und der Uropa hat da schon einen kleinen Raum dazu gebaut. Wer gedacht hat, ein bisschen eine Jausenstation kann man immer machen neben der Straße. Die Linde ist dann direkt vom Haus gepflanzt worden und gegenüber von der Straße ist die große alte Linde. Von dem haben wir eigentlich den Namen. Gerichte mit Geschichte kann man hier zu den gefüllten Palatschinken oder oberösterreichischen Frühlingsrollen also auch sagen. So oder so, ein frühlingsfrischer, leichter Genuss. Ja bitte, da wissen wir schon, was wir heute kochen. Wir schicken liebe Grüße nach Oberösterreich.
Und an dieser Stelle fällt mir ein, dass er auch aus Oberösterreich ist, ursprünglich der Staatsoperndirektor Bogdan Rostic. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich sage jetzt nicht liebe Grüße nach Linz, wir bleiben in Wien, oder? Ja. Ja. Schön, dass Sie schon aufgestanden sind für uns, oder war das jetzt eh nicht extra für uns? Nein, bin Frühaufsteher. Okay, na sehr gut. Ich freue mich sehr, dass Sie mit uns sprechen. Sie haben einen regelrechten Interview-Marathon hingelegt in den letzten Tagen und gestern Abend an der Höhepunkt in ORF3 konnte man im Rahmen einer Sendung, einer Präsentation, ja, den Spielplan kennenlernen. Haben Sie sich das ein bisschen anders vorgestellt, als Sie 2016 zugesagt haben, den Job anzutreten? Mit Corona konnte man damals ja wirklich nur rechnen. Natürlich habe ich mir das anders vorgestellt, aber es gibt ja Jobs, und das ist vielleicht auch das Schöne dran, wo man nie weiß, was einen am nächsten Tag erwartet, geschweige denn in ein paar Jahren. Wie ist der Tag 1 jetzt nach der Präsentation? Viele haben dieses Programm gespannt erwartet, es wird 10 Premieren geben in ihrer ersten Saison. Wie sind die Reaktionen heute Morgen? Was haben die Leute gesagt? Ich nehme an, ihr Telefon, da wird es viele SMS und Anrufe geben, oder? Ja, aber das ist ja so die private Echokammer, auf die soll man nicht viel geben. Wir planen ja, das ist so bei der Oper, wir planen ja Jahre im Voraus. Wir sind jetzt im Jahr, also in der Saison 23/24. Ja? Von daher ist nach der Spielplanpräsentation genauso wie davor. Das ist so unglaublich. Am Theater und an der Oper ist man so weit im Voraus. Ja? Ist es auch wichtig, da sozusagen ein bisschen visionärer auch noch einmal zu sein, als in anderen Berufen, den Zahn der Zeit da auch schon zu fühlen? Oder wie machen Sie das? Zum Teil hat das ganz pragmatische Gründe. Die Besten der Welt, zum Beispiel Sängerinnen und Sänger, sind einfach auf Jahre hinaus gebucht. Das sind auch große Projekte, die mehrere Jahre brauchen, eine große Neuproduktion und wo sehr viel zusammenkommen muss. Aber es ist eigentlich eher hinderlich, wie man an so einer Situation wie jetzt sieht. Man bildet sich ein, irgendwas planen zu sollen für in 3-4 Jahren, manche Häuser noch weiter voraus. Und dann plötzlich ändert sich die Welt innerhalb einer Woche. Was war Ihnen wichtig für Ihre erste Saison? Jetzt waren das auch die großen Namen. Wir haben gestern Annette Trepko gehört, Garanche. Es gibt so viele Stars, die auch in ihren Produktionen mitwirken werden. Ist das etwas, was Ihnen sehr wichtig war oder geht es da vordergründig gar nicht so darum? Ich habe ja diese Stars nicht erfunden und die haben in Wien auch schon vor mir gesungen. Das ist ja selbstverständlich, dass die Besten der Welt an der Staatsoper singen. Aber natürlich ist es wichtig, nicht nur diese Namen zu haben, auch neue Sänger zu bringen. Wir haben sehr viele Hausdebüts, bei Rollendebüts, auch bei Regisseurinnen und Regisseuren, auch bei Dirigenten. Ja, natürlich war mir das wichtig. Weil wir gerade auch Annette Trepko gehört haben, wer sie gestern Abend gesehen hat in der Präsentation, ein wunderschöner Auftritt. Wie war denn das vor Ort in einem leeren Haus, wo normalerweise 2300 Leute, glaube ich, sitzen? Wie war das für Sie? Ja, das war ein wirklich besonderer Moment. Ich glaube, ich werde den nicht vergessen, solange ich lebe, weil es einfach im Haus, nicht nur in einem leeren Haus stattgefunden hat, sondern das Haus davor schon wochenlang leer war. Solange wie seit den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs nicht mehr und der sehr, sehr schwierigen Zeit danach, wo das Haus ja wieder aufgebaut werden musste. Und wenn dann plötzlich eine Stimme wieder in diesem Saal erklingt und dann eben auch noch so eine Stimme, der Effekt war ungeheuer. Toll. Drehen Sie da gerade zu Ihre Runden auch? Gehen Sie durch dieses Haus? Sind Sie im Saal? Nein, immer wieder. Aber ich bin ja noch nicht in Amt und Würden. Das beginnt am 1. Juli. Und da soll man sich auch zurückhalten. Aber es gibt immer wieder was zu tun. Man kann ja ein bisschen was tun. Das Haus ist ja jetzt nicht versiegelt. Ja. Und so war ich schon immer wieder drin. Und es ist eine traurige Sache, aber man muss daraus irgendwie Optimismus ziehen und eine Motivation für das, was danach kommen muss. Und die Staatsoper wird wieder aufsperren, auch wenn wir jetzt nicht wissen, unter welchen Bedingungen und wann genau. Und mein Job ist es, dafür zu sorgen, dass sie das tut auf der vollen Höhe ihrer Fähigkeiten und ihrer Geschichte.
Super. Ich nehme an, da bleibt ein bisschen Zeit, auch sozusagen manche Räume zu entdecken. Oder kennen Sie die schon alle? Das ist ein riesiges Haus, oder? So ein vielseitiges. Man kann überhaupt nicht alle Räume kennen an der Staatsoper. Es gibt immer noch Bereiche des Hauses. Wenn man mich da aussetzen würde, würde ich, glaube ich, nicht wieder zurückfinden in die wirkliche Welt. Herrlich. Wie geht es Ihnen in Wien? Das war ja eine Rückkehr sozusagen. Sie waren jetzt Jahre in Berlin und in New York. Gut angekommen? Ich glaube schon. Ich fühle mich sehr wohl. Es war gewöhnungsbedürftig und gleichzeitig auch wieder vollkommen vertraut. Das ist eine schräge Mischung. Aber so ist das halt, wenn man irgendwo Geschichte hat. Ich habe hier schon mal 20 Jahre gelebt und habe mich eigentlich sehr gefreut aufs Zurückkommen. Schön, schön, dass Sie da sind und auch neuen Schwung reinbringen, auch in Sachen Opern, weil ich weiß, das ist ein leidiges Thema und Sie wollen das eigentlich gar nicht hören. Ich gehe auch schon einen Schritt weiter, weil die Medien jetzt schon spekulieren, dass Richard Lugner dann nicht sein wird. Sie haben was sehr Interessantes gesagt, dass man sozusagen begehrte auch Kartenkontingente mal für andere Leute öffnen könnte, auch an diesem Abend, oder? Ja, da habe ich eher gedacht an die Vorstellungen der Staatsoper, die ja dann doch für den Direktor etwas wichtiger sind als der Opernball selbst. Aber Sie haben es auch in Bezug auf die Opernballgäste in einem Interview gesagt, habe ich gelesen. Ja, natürlich. Auch da soll ja das Haus für alle offen stehen. Das ist an dem Abend vielleicht ein bisschen schwieriger. Ja. Aber das hat sich in den letzten Jahren ja auch ganz gut entwickelt. Also auch da kann ich mir viele interessante neue Gäste vorstellen. Genau. Sie als leidenschaftlicher Nicht-Tänzer, ich wünsche Ihnen viele Gäste, die Sie nicht zum Tanz auffordern nächstes Jahr am Opernball. Alles Liebe, einen schönen Tag noch und alles Gute auch für das Haus. Dankeschön, Bogdan Rosic. Der Staatsoperndirektor, am 1. Juli geht's los. Und wir bleiben jetzt schon für Sie im Einsatz. Wir schauen uns an, unter welchen Voraussetzungen die Bäder und Seen öffnen können. Dazu gleich mehr nach der Zeit im Bild und Peter Teubenbacher. Bis gleich. Und ich darf Sie auch noch einmal herzlich begrüßen an diesem 27. April, Montag. Wir starten in eine neue Woche und jetzt heißt's langsam bitte Friseurtermine ausmachen. Ja, am Samstag, am 2. Mai geht's los, da sperren die Friseure wieder auf, auch andere Dienstleistungsbetriebe, Fußpflege zum Beispiel, oder? Ist auch so ein Thema. Aber der Friseur, was darf der, was soll er? Wir haben uns umgesehen, welche Auflagen Friseure einhalten müssen, um ihre Geschäfte wieder öffnen zu können. In diesem Klagenfurter Friseursalon steht schon alles für den 2. Mai bereit. Für die Kunden und Mitarbeiter wird sich einiges ändern. Der 15 Jahre alte Jonas, Sohn des Geschäftsführers, spielt heute Kundschaft. Bevor diese aber in den Salon darf, gibt es noch viel Arbeit. Für den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand von 1 Meter müssen noch einige Sessel verrückt oder entfernt werden. Aber das ist alles besser als ein geschlossener Salon. Grundsätzlich ist es so, wir wissen, was wir machen dürfen. Wir wissen auch, wie die Kunden sich verhalten müssen. Es ist zwar jetzt noch ein Gespräch im Gesundheitsministerium ausständig, aber da werden nur mal die Rahmenbedingungen besprochen. Das heißt, wir wissen, wie wir starten können. Und das war für die Branche natürlich sehr, sehr gut. Mäntel und Jacken müssen die Kunden selbst aufhängen. Neu sind neben Schutzmasken auch Einwegmäntel. Sie lösen die traditionellen Stoffmäntel ab. Haare schneiden, waschen, färben, da sind die Gummibänder hinter den Ohren allerdings störend. Wir haben natürlich eine Idee. Wir haben das hautverträgliche Hautkleber, also mit dem wir die Systeme, die Perücken und die Toupets verkleben. Die können wir auf der Maske anbringen und somit ist es frei, dass die Ohren auch frei sind und wir können die Maske dann freitragend am Kunden befestigen lassen. Beim Bartformen müssen die Masken allerdings weg. Natürlich, beim Bartschneiden, Augenbrauen, Wimpernfärben, das sind alles die Dinge, die face-to-face passieren. Da ist es empfohlen oder da muss dann der Friseur so ein Plexiglasschild verwenden. Die Terminkalender sind bereits übervoll. In der friseurfreien Zeit wurden Videos mit einer Anleitung zum Selberfärben an Kundinnen gesendet. Besondere Hilfestellung benötigten 2 Haarträger. Das sind einmal die Chemopatienten, die eine Perücke brauchen, aber der Friseur eben zuhört und sie keine bekommen. Und das zweite eben die Kunden mit einer Vollperücke, die geklebt wird, wo zwischen 3 und 4 Wochen die Kopfhaut aber immer wieder gereinigt gehört. Und da haben wir jetzt eben das Problem gehabt. Ab 2. Mai gibt es dann wieder die perfekte Frisur. Ja,
vorausgesetzt, man kriegt einen Termin, wie wir gerade gehört haben. Das ist natürlich echt was Besonderes im Moment wahrscheinlich, bei so viel Nachholbedarf. Werden wir im Freibad vielleicht auch mit einer Maske liegen müssen, mit einem Mundschutz oder am Badesee? Diese Frage, die gebe ich jetzt an den Umweltmediziner der MedUni Wien, Hans-Peter Hutter, weiter. Einen wunderschönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ich habe eh schon gesagt, also Ihre Kleidung stimmt mich sehr zuversichtlich, was den Badebetrieb betrifft. Das freut mich und wir können sicherlich frohe Hoffnung sein, überhaupt keine Frage. Ja. Ich habe schon gewusst, das hat einen Hintergrund. Wenn Sie mit Sommerbekleidung kommen, ist das ein gutes Zeichen. Sie arbeiten daran, Sie beraten viele Einrichtungen, die sich jetzt fragen, können wir aufsperren? Wie können wir aufsperren? Was ist in Ihrer Meinung nach da der richtige Weg? Der richtige Weg ist erstens einmal, dass es gewisse Rahmenbedingungen gibt für die Betreiber, damit die wissen, was aus gesundheitlicher Sicht wichtig ist, um eben die Risiken einer weiteren Infektionsverbreitung zu verhindern. Und das Zweite ist, dass dann wir Badegäste, damit wir wissen, was wir tun müssen, damit wir auch ins Bad gehen dürfen. Okay. Weil sonst wird es nicht aufgesperrt. Das ist ganz wichtig. Das heißt, ganz wichtig auch die Eigenverantwortung. Wir müssen uns an Regeln halten, die aufgestellt werden. Genau. Ganz wichtig einmal vorab, ist das Wasser an sich oder das Aufhalten im Wasser neben anderen gefährlich für eine mögliche Übertragung? Als Umweltmediziner freut man sich, wenn man positive Nachrichten bringt. Üblicherweise verbreiten wir manchmal nur Angst und Schrecken. Diesmal sehr positiv, das Wasser ist kein Übertragungsweg. Weder natürliche noch Beckenwässer. Die sind chloriert, die Beckenwässer sind desinfiziert und müssen auch andere Krankheitserreger abtöten. Okay. Und beim natürlichen Gewässer enorme Verdünnung. Also da brauchen wir uns wirklich nicht schrecken. Alles klar. Also das kann man mal ausschließen. Abhaken. Die gute Nachricht zum Tag, die waren Sie uns schuldig. Das finde ich super, aber Sie haben eh mehrere. Weil Sie haben durchaus eine Idee davon, wie wir sozusagen durchaus baden gehen könnten heuer. Abstand, Stichwort. Stichwort Abstand. Ja. Die einzige Übertragungsweg auch im Wasser ist der Abstand. Beim Planschen etc. einfach diese 1 bis 2 Meter einhalten auf der Liegewiese detto. Mhm. Die Betreiber werden eine Limitation der Besucheranzahl vornehmen, damit das auch gewährleistet ist. Die kriegen eine Kennzahl und damit können sie arbeiten. Das denke ich mir nur immer, ist so wahnsinnig schwierig auch einzuhalten. Man ist da der als Erster an der Kasse steht, früher dran und der Rest muss nach Haus gehen? Das Management wird sicher tricky sein, aber es ist möglich. Okay. Wichtig ist die Information, sodass, wenn man hinkommt, nicht angefressen ist, dass man nicht reinkommt. Das heißt, es wird über Internet einfach so einen Live-Ticker geben, möglicherweise, oder auch dort vor Ort, sodass man ganz klar weiß, zahlt sich überhaupt noch aus, hinzugehen. Also das wird ganz, ganz wesentlich sein. Jetzt Stichwort Internet. Ist natürlich auch eine schwierige Sache. Es gibt sicher viele auch unserer Seherinnen und Seher, die nicht ans Internet angebunden sind, die den Fernseher haben und vielleicht auch eine Kabine oder ein Kastel haben in einem Bad. In Ihrem Lieblingsbad. Ja, ganz wichtig wird sein, dass der Betreiber klarerweise auch mit den Saisongästen Kontakt aufnimmt, dass man sich da ein Prozedere überlegt. Wichtig ist, wir geben die medizinischen Eckpunkte vor und die Profis vor Ort wissen ja dann um die Probleme und die werden das dann adaptieren. Aber noch einmal, das ist die eine Seite. Wir müssen auch gewisse Dinge, Spielregeln einhalten, die für uns völlig neu sind. Ja. Das heißt, Sie würden mir jetzt empfehlen, nicht einfach aufs gerade Wohl an einem Badesee zu fahren, weil man gerade danach ist, sondern durchaus im Vorfeld Informationen einzuholen, ob das möglich ist. Ja, das Erste ist ja, dass es teilweise auch schräge Lösungen bis jetzt gegeben hat mit 15 Kilometer Abstand. Und ich hoffe, das wird sich eh legen. Aber natürlich, man wird einfach ganz anders an diesen Sommer herangehen müssen. Der ist anders. Ja. Wir haben ihn noch nie erlebt. Keiner weiß eigentlich, wie es werden wird. Wir versuchen, bestimmte Informationen vorab zu liefern, damit man sich orientieren kann. Ja. Ein Sommer ohne Badbetrieb, ohne Wasser? Also das wollen wir uns einmal nicht überlegen, weil das ist aus meiner Sicht ein No-Go aus dem einfachen Grund. Baden, Schwimmen ist gesund, es stärkt unseren Körper, unsere Seele, wir brauchen das. Es ist aus medizinischer Sicht überhaupt keine Frage, dass es eine Notwendigkeit ist. Aber noch einmal, wir müssen uns ein bisschen anpassen. Dann haben wir Badespaß und wir werden den Sommer auch so erleben, unter den Bedingungen, sodass es uns auch Spaß machen kann. Herr Doktor, möge Ihre Expertise zu den richtigen Maßnahmen führen. Ich danke ganz herzlich. Das hoffe ich ganz stark. Ich vertraue immer noch auf Ihr Hemd. Bitte schön. Na, vielen lieben Dank, Herr Dr. Hutter von der MedUni Wien. Und ja, an vieles haben wir uns schon gewöhnt. Die Kinder vor allem auch an das E-Learning. Ja, da sind viele auch gefordert damit. Aber da gibt es jetzt ein neues Portal, Unterstützung. Die Mischung aus Education und YouTube heißt Entschuldigung, also es gibt eine neue Plattform, die stellen wir Ihnen jetzt vor und wie es heißt, sage ich Ihnen gleich.
Der Turnunterricht scheint zu Hause ganz gut zu gelingen, zumindest bei Gabriel und Valentin, die sich im Garten austoben können. Doch in anderen Fächern ist das Homelearning, also das Lernen zu Hause, eine ganz schöne Herausforderung. Manchmal ist es halt sehr schwer, weil du niemanden zum Fragen hast und kannst nur deine Freunde anrufen oder deine Eltern fragen, aber die haben vielleicht auch nicht immer Zeit und so. Man ist halt mehr auf sich alleine gestellt, weil man niemanden hat, keinen Lehrer, der gleich zu einem herkommt. Und hier kommt EduTube zum Einsatz. Die neue digitale Videoplattform soll mit Erklärvideos, kurzen Beiträgen und Dokumentationen beim digitalen Unterricht unterstützen, so ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz. Ich glaube, Österreich ist in den letzten Wochen in ein neues Zeitalter des elektronischen Lernens eingetreten. Und daher ist es natürlich etwas, was vor allem für die Schüler, für die Jugendlichen wichtig ist, in attraktiver, moderner Form Bildungsinhalte vermittelt zu bekommen. Gabriel und Valentin haben EduTube schon unter die Lupe genommen. Also es gibt verschiedene Kategorien und man kann in einer Kategorie suchen. Man kann aber auch, wenn man jetzt genau ein bestimmtes Video finden will, in einer Suchleiste eingeben, genau das, was man halt will. Diese Videos kann man dann auch teilen mit Freunden. Den Einsatz von Videos für den digitalen Unterricht findet auch Gabriel gut. Also ich schaue sie mir an, aber ich schaue mir nicht immer alles an, sondern nur das, was ich brauche. Und das kann ich dann benutzen, halt um irgendwelche Aufträge von der Schule zu machen. Und auch bei schrittweiser Öffnung der Schulen wird digitales Lernen wohl auch in Zukunft eine Rolle spielen. EduTube, ja, jetzt rede ich den ganzen Morgen schon drüber und jetzt ist mir nicht mehr eingefallen, wie es heißt. Aber das ist wahrscheinlich der Montag, vielleicht geht es Ihnen zu Hause auch so. Ich bin mir ganz sicher, unserem Kollegen Thomas Matzek von der ORF Wissenschaft, dem geht es ganz anders. Noch besser, der weiß natürlich genau, wie dieses neue Format heißt. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Toll, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Binnen wenigen Wochen, ist das sozusagen eine neue Lernplattform, ergänzend zu denen, die es schon gibt, oder? Haben wir das richtig verstanden? Genau so ist es. Die Corona-Krise hat uns alle gezwungen zu neuen Lösungen. Wir wissen als Eltern, ich habe selbst einen 11-Jährigen und eine 13-jährige Tochter, wie schwierig das ist mit dem Lernen zu Hause. Mhm. Und um hier ein niederschwelliges Angebot mit Videos, die qualitätsmäßig abgesichert sind, die von den besten ORF-Redaktionen auch gestellt werden, sei es jetzt die Zeit im Bild oder Report, Universum, Kreuz und Quer oder Kulturmontag, hier Videos zu haben, von denen man was lernen kann, wenn man daheim sitzt. Das halt, im Übrigen gibt es ja auch die Möglichkeit, es so zu nutzen, dass die Schülerinnen und Schüler einfach selbstständig auf dieser Plattform surfen. Okay. Sie können nicht fehlgehen. Ja. Wollen wir mal kurz die technischen Rahmenbedingungen erklären. Es gibt ja Plattformen, die die Schulen anwenden. Da gibt es Zugangscodes, da gibt es Informationen, da werden Aufgaben gestellt. Ist das bei dieser Plattform jetzt genauso? Brauche ich da auch einen Zugang oder wie schaut das aus? Genau so ist es. EduTube wird auch ein Teil aller Plattformangebote sein, die das Bildungsministerium, das ist ja der Auftraggeber dieser Plattform ist, betreibt. Die Schülerinnen und Schüler haben ja jetzt E-Mail-Adressen bekommen von ihren Schulen, können daher mit dieser E-Mail-Adresse ganz leicht einsteigen. Auch das Lehrpersonal und selbstverständlich die Eltern, die den Kindern über die Schulter schauen wollen, genauso. Sehr gut, da ist für jeden was dabei. Eine Familienplattform. Es gibt verschiedene Kategorien, Sie haben es auch schon angesprochen, welche Redaktionen damit auch befasst sind. Die Kollegen vom Sport haben schon gesagt, wir sind da nicht dabei. Wird das ausgebaut? Passiert da noch etwas? Die Kategorien, die es gibt, wurden entlang des Lehrplans entwickelt, nicht eins zu eins, aber als Anregung, gemeinsam mit den Pädagogen des Bildungsministeriums. Ich darf es vielleicht ganz kurz in die Kamera halten, wenn das jetzt funktioniert. Ja. Das sind die Kategorien. Bitte das Fenster noch einmal anklicken, genau. So, machen wir das gleich noch einmal. Die Technik. So. Ich bin ja froh, dass es Ihnen auch so geht, nicht nur mir. Jetzt ja, schauen wir mal, ob wir das jetzt zu einfach schnell zustande bringen. Ja. So, jetzt probieren wir es. So, ich hoffe, dass Sie nirgends draufkommen. Das sind die Kategorien, die sind sehr assoziativ.
also von Mensch, Kultur bis zu Medien Digitales. Viele Anregungen kamen einfach auch von Schülerinnen und Schülern, weil da ganz große Nachfrage besteht nach Themen zum Beispiel, die uns alle bewegen. Wie gefährlich ist das Coronavirus? Was kann die Wissenschaft dazu tun? Wie funktioniert Demokratie? Welche Rechte haben Bürgerinnen und Bürger? Das heißt, diese Kategorien wurden so entwickelt und natürlich haben wir innerhalb von wenigen Wochen jetzt diese Plattform gestartet und selbstverständlich werden wir uns auch zum Thema Sport, Bewegung, die ja ganz wesentlich für Gesundheit, Lifestyle, es ist übrigens eine Kategorie, sind, aber auch damit beschäftigen. Es war einfach, muss man dazu sagen, eine Horuk-Aktion, wo wir einfach jetzt derzeit zum Start fast 800 Beiträge auf diese Plattform stellen konnten. Toll, was da in kurzer Zeit passiert, ist unglaublich. Ich meine, dieses E-Learning, das jetzt begonnen wurde, eigentlich aus der Not heraus, wird bestimmt auch ein größerer Bestandteil im Unterricht werden, oder? Gehen Sie davon aus? Videos oder Filme im Unterricht einzusetzen, das ist nicht neu. Das hat es natürlich immer schon gegeben. Was sich geändert hat, ist das Nutzungsverhalten der Schülerinnen und Schüler. Während man früher einfach eine 30-Minuten-Dokumentation in einer Unterrichtsstunde gesehen hat, ist der Bedarf, das wissen wir von unseren Kindern, natürlich nach kürzeren Einheiten, 5-Minuten-Videos, 5-Minuten-Clips. Und der Vorteil an dieser Plattform ist, dass man kann sie im Unterricht einsetzen. Das heißt, es können alle gemeinsam einen Beitrag anschauen. Es können auch jeder auf den Digital Devices, also sprich den Smartphones, Tablets auch selber daheim anschauen und auch selber surfen. Das ist der Vorteil. Das war uns ganz wichtig und dem Ministerium auch ganz wichtig, dass hier Programm angeboten wird, das für 10- bis 18-Jährige zunächst einmal tauglich ist und das einfach unseren ganz, ganz hohen Qualitätskriterien entspricht. Gratuliere zu diesem Projekt und zur Umsetzung und wir hoffen, dass unsere Kinder dann mehr EdYouTube als YouTube schauen, oder? Das wäre das Ziel. Vielen Dank, das hoffen wir natürlich auch. Da können wir die Inhalte ein bisschen besser kontrollieren. Bildung ist der Schlüssel für unsere Zukunft. Sagen wir vom Öffentlich-Rechtlichen und geben das Wort gleich weiter an unseren lieben Biogärtner. Karl Bloberger hat wieder super Tipps für Sie. Rhododendren und Azaleen, das sind die Traumblütenpflanzen für alle Hobbygärtner. Wie man sie pflegt, darum geht's heute. Einen schönen guten Morgen. Da ist schon eine ganz, ganz früh blühende Pflanze. Hat der letzte Frost sogar ein bisschen erwischt. Was brauchen die Rhododendren? Das wissen wir alle, nämlich einen sauren Boden. Und wir Naturgärtner nehmen da keinen Torf, sondern Lauberdekompost. Also kompostiertes Laub ist ideal für diese Pflanzen. Und wenn man sie ausreichend düngt, dann werden sie so schön. Was heißt ausreichend düngen? Etwa 6 Wochen vor der Blüte wird das erste Mal gedüngt mit einem organischen Rhododendron-Dünger, der enthält Schwefel und neutralisiert den Kalk. Und gleich nach der Blüte wird noch einmal gedüngt. Und eine wichtige Pflegemaßnahme ist nach der Blüte das Ausbrechen von Blütenknospen. Und das funktioniert ganz einfach zwischen Daumen und Zeigefinger. Die Blütenknospe ausbrechen. Jetzt werden manche sagen, muss man diese Blüten auch bei den Großen abbrechen? Nein, natürlich nicht. Die haben genug Kraft, um Blüten fürs kommende Jahr zu entwickeln und die Samenbildung ist vernachlässigbar. Bei den Sorten hat sich viel getan. Hier zum Beispiel eine interessante Sorte, nennt sich Three Sisters. Das sind 3 verschiedene Rhododendren, die über viele Wochen eine Blüte garantieren. Und ein besonderes Juwel ist diese Pflanze hier. Wenn man genau schaut, sieht man es noch, dieser graue Belag ist keine Krankheit, sondern er sieht bei den neuen Blättern, die sich bilden, wie Puderzucker aus. In wenigen Wochen ist übrigens daraus eine rosarote Wolke geworden und man hat viel Spaß mit Rhododendren beim Garteln. Schau, wie toll. Karl Bloberger, danke für die guten Tipps. Alles zum Nachlesen auch darüber in der ORF-Nachlese. Regelmäßig Karl Bloberger und seine Gartentipps. Und morgen gibt es eine schöne Sendung um 20.15 Uhr in ORF2, das Paradies daheim. Da schaut sich Karl Bloberger die schönsten Gärten Österreichs an. Da wollen Sie sicherlich auch mit dabei sein. Und wir wollen jetzt mit dabei sein, wenn mein Kollege Martin Ganster, bei dem ich eigentlich diese Woche im Burgenland wäre, jetzt schalten wir zu ihm, der ist nämlich am
Tennisplatz in Eisenstadt. Und das mit gutem Grund. Er ist ein Tennisfan der ersten Stunde. Passiver Spieler, sage ich gleich dazu. Er schaut sich alles im Fernsehen an. Aber wird uns jetzt einmal sagen, was denn so los ist und wie groß die Vorfreude und die Vorbereitungen am Tennisplatz sind. Ja, so ist es. Die Vorfreude ist groß, auch als großes passives Talent, wie du richtig gesagt hast. Vor allem ist die Vorfreude groß hier in Eisenstadt auf diesem Tennisplatz, einer von 6 Vereinen. Reingelassen hat uns da heute der Obmann des Tennisvereins, Heinz Mock, der selbst auch sehr aktiv ist. Und ich bin sicher, die 4 Plätze, auf denen wir da jetzt gerade stehen, die werden ab Freitag wahrscheinlich voll sein. Da wird kaum einer leer bleiben in den nächsten Wochen, schätze ich, oder? Also aufgrund der Rückmeldungen und Telefonaten, die wir die letzten Tage geführt haben, bin ich sicher, dass sie alle voll sein werden. Wie wird denn das ausschauen, wenn die Leute, die Tennisspielerinnen und Spieler, hierher kommen? Müssen die Mund-Nasen-Schutz tragen, Desinfektionsmittel mit haben? Wie wird das funktionieren? Also die Leute müssen in Wirklichkeit nur die üblichen Regeln einhalten, das heißt diese Abstandsregeln. Mhm. Natürlich Desinfektionsmittel werden wir zur Verfügung stellen bei den Ein- und Ausgängen. Mhm. Und natürlich sind am Tennisplatz selbst einige Vorgaben, wie zum Beispiel, dass die Spieler nur einzeln spielen dürfen, ja, dass die Duschen und die Kabinen nicht benutzbar sind, die Kantine selbst wird zugesperrt sein. Mhm. Es gibt nur einen Getränkeautomaten. WC-Anlage ist natürlich benutzbar. Und man soll sich auch nicht aufhalten. Ja. Das stimmt allerdings. Das heißt, das Gesellige danach beisammensitzen, vielleicht auch auf ein Elektrolytgetränk oder so, das wird es nicht spielen. Das sollte nicht so sein. Das wird es auch nicht geben, okay, sondern das müssen die Leute weiterhin zu Hause machen. Okay. Wir hoffen, dass es in den nächsten Tagen und Wochen, mhm, doch wieder möglich sein wird. Viele werden Schülerinnen und Schüler sein in den nächsten Wochen. Da gibt es ja die Schulöffnung erst Mitte Mai, für die meisten zumindest. Wie wird denn das für die ausschauen, wenn die zum Beispiel einen Trainer brauchen? Viele trainieren ja auch mit Trainern in Gruppen. Wie wird das ausschauen? Ja, also zurzeit gibt es für Kinder und Jugendliche kein Gruppentraining. Wir bieten auch kein Vereinstraining an. Mhm. Haben aber allen empfohlen, Einzeltrainings mit den Trainern auszumachen, weil Einzeltraining ist erlaubt. Ja. Das wird aber selbst organisiert. Aha. Und im Sommer, kann mich selbst nur an meine Jugend erinnern, als ich da einen Schnupperkurs gemacht habe. Wird es solche Angebote geben? Ja, also wir werden auf jeden Fall unser übliches Angebot starten und auch dann an die Schüler, wenn sie wieder in der Schule sind, weitergeben und, ja, natürlich auf der Internetseite dementsprechend auch präsentieren. Mhm. Also die 3 bis 4 Tenniswochen bieten wir an in den Sommerferien. Mhm. Wir hoffen, dass bis dorthin es eine Lockerung gibt, dass man auch Gruppentrainings machen kann. Ansonsten, ja, sind die natürlich nicht möglich und nicht durchführbar. Gut, also Hobby gespielt werden darf sozusagen jetzt einmal ab Freitag. Wann beginnt denn eine Meisterschaft oder Turniere möglicherweise sogar? Also vom Tennisverband her gesehen ist auf jeden Fall vor dem 30. Mai nicht damit zu rechnen, Meisterschaft zu spielen. Ja. Danach will man natürlich Meisterschaft spielen, aber wahrscheinlich mit ein paar Abänderungen, mhm, und voraussichtlich auch nicht mit Aufsteiger und Absteiger. Okay. Aber das wird sich in den nächsten 14 Tagen noch herausstellen. Das ist die Meisterschaft. Turniere selbst wird es wahrscheinlich nicht geben. Also Turniere wird es jetzt einmal im Mai und Juni nicht geben. Mhm. Das Rest, also wie gesagt, wenn da, mhm, was gestartet wird, wird das sicherlich der österreichische Tennisverband festlegen. Und, mhm, das muss natürlich in Absprache mit dem Sportministerium passieren. Wir hoffen natürlich, dass es spätestens im Sommer und im Juli auch wieder Turniere geben wird. Das hoffen wir alle. Sie haben vorhin die Kantinen angesprochen. Die sind ja bei manchen Vereinen, nicht bei allen, aber bei manchen Vereinen auch wichtige Einnahmequellen. Wie schaut es denn generell finanziell aus bei den Vereinen? Gibt es da große Einbußen? Also ich glaube, was die Mitgliedsbeiträge betrifft, im Tennisverein wird es keine Einbußen geben, da mit 1. Mai gestartet werden kann. Natürlich wird es bei dem ein oder anderen Verein im Kantinenbetrieb, mhm, keine Einnahmen geben, ja, jetzt. Und wenn ein Meisterschaftsbetrieb stattfindet und auch die Kantinen wieder öffnen dürfen, wir hoffen ab Juni, ja, dann wird es natürlich hier auch nicht so viel Verluste geben, weil nur der Mai ausfällt. Okay. Dann drücken wir Ihnen und allen anderen Tennisvereinen in Österreich die Daumen. Vielen Dank, Herr, okay, Mock. Das Burgenland freut sich auf den Wiederbeginn der Tennisplätze. Zu dir, Eva. Martin, ich habe mir eh schon überlegt, vielleicht magst du uns für die möglichen Vereinsmeisterschaften anmelden. Na? Ja, bitte gerne. Ich habe gar nicht gewusst, dass du ein Talent bist. Ich bin keins. Da haben wir jetzt. Nein, ich bin auch zwar passiv, ich meinte eben Zuschauerbereich. Wir schauen dann zu, sollten sie stattfinden. Ah ja, okay, wunderbar. Das machen wir. Ich freue mich auf dich morgen wieder. Ja? Super, alles Liebe.
Martin Ganzner aus dem Burgenland. Da wären wir ja jetzt eigentlich, aber wir sind auch in Wien wegen Corona. Schön, dass Sie mit mir in diesen Tag gestartet sind, in diesen 27. April, Montag, neue Woche steht uns bevor. Im Westen ist schon regnerisch, im Osten genießen wir noch ein bisschen die Sonne. Und wir sehen uns ja dann hoffentlich morgen wieder ab 6.30 Uhr. Jetzt gibt's Fit mit Philipp und die Zeit im Bild.